Travemünderwoche 2017. Hier ist euer Segel-Highlight aus der Lübecker Bucht. Hier ist euer Volksfest und hier ist euer Livestream. Direkt aus dem SAP SailCube. Segeln zum Anfassen. Die Travemünderwoche 2017 in ihrer 128. Auflage mit Tag 1 der internationalen deutschen Jugend- und jüngsten Meisterschaften in allen offiziellen Klassen des Deutschen Seglerverbandes. Tobi Schadewald und ich begrüßen Sie ganz herzlich live und in Farbe hier aus unserem SAP SailCube direkt am Travemünder Strand gelegen. Wir sind bester Stimmung. Tobi, draußen gibt es eine kleine Startverschiebung. Trotzdem sind wir natürlich bester Stimmung. Es fehlt noch ein bisschen an Wind. Wie ist da die Aussicht für heute? Ja, ganz genau. Wir sind bester Stimmung, weil die Aussichten sehr, sehr gut sind. Wir hatten heute Morgen gar keinen Wind. Jetzt nimmt er so langsam zu. Wir haben vielleicht so 4 Knoten auf dem Wasser und das wird sich über den Tag noch weiter stabilisieren, sodass wir dann am Nachmittag spätestens mit 2 bis 3 Windstärken tolle Besegelbedingungen haben werden. Und wir kümmern uns von heute an um den Nachwuchs, der hier ausgesprochen stark vertreten ist im Rahmen der Travemünder Woche. Teenie Piraten Optis, auch 210 Starter sind dort in dieser klassischen Anfängerklasse unterwegs. Wir haben vorhin mal ein paar Aufnahmen gemacht. Dort ist ein Riesengewusel, wenn es ins Wasser geht. Da ist es aber richtig. Da geht's richtig ernst zur Sache, habe ich gehört. Es ist zwar eine Anfängerklasse, aber das wird sehr ernst genommen, Tobi. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder, der draußen am Start ist, möchte natürlich sein Rennen gewinnen. Und der Ehrgeiz ist da auf jeden Fall mit dabei, was ja auch eine tolle Sache ist, dass über 200 kleine Boote da um den Sieg kämpfen werden. Bist du auch ganz klassisch in einem Opti angefangen? Ja, ich habe auch in einem Opti angefangen. Ich habe nicht so viel um die Siege mitgekämpft, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich bin dann aber an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen, bin da 147. von 165 geworden. Also mit meinem Talent war das in den Jahren so ein bisschen beschränkt, sag ich ja, mal. Aber trotzdem zu Olympia geschafft, ja, erstaunlicherweise. Ja. Ich habe vielleicht die Erfahrung mehr zum Lernen als zum Gewinnen genutzt. Ja. Wenn wir nochmal kurz beim Opti bleiben und so jemand wie mich nimmt, der relativ unbegabt ist, was das Segeln angeht. Wenn ich jetzt Segeln lernen wollte, würde ich das auch im Opti anfangen? Ich hoffe nicht. Nee. Also der Opti wiegt nur 35 Kilo. Und der ist auch eigentlich nur für Segler ausgelegt, so bis 55 Kilo. Habe ich und knapp drüber. Bist du knapp drüber. Aber nur knapp. Nur knapp, so. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, der ist relativ langsam. Also von seiner Yardstick zahlt der 170. Mhm. Und ich sag mal, normales Kielschiff, wie zum Beispiel die J70, die wir gesehen haben, die tendiert eher so um und bei 100. Okay. Das heißt also, wir würden dir ein anderes Boot suchen. Vielleicht eher ein Laser. Okay, dann fange ich vielleicht im Laser an. Wo du gerade die J70 ansprichst, wir haben hier 3 Tage Segel-Bundesliga übertragen, den 4. von 6 Spieltagen auf dem Weg zum deutschen Meistertitel. Das waren wirklich tolle Rennen, die wir hier auf der Lübecker Bucht zu sehen bekommen haben, mit packenden Finish und tollen Manövern. Also wir wussten manchmal selbst gar nicht, was wir dazu sagen sollten. Ja, es gab immer viel zu sagen und es war ja auch richtig viel los hier auf den Tribünen, haben alle mitgefiebert. Am Ende hat den ersten, das heißt wirklich in den letzten beiden Rennen, auch die Entscheidung, dass Travemünde den 4. Spieltag gewonnen hat. Am Freitag. Die Ostsee in all ihren Facetten. Tag 2 zeigte, dass diese Liga nichts für Schönwettersegler ist. Die Regenkapriolen meisterte der Meister am besten. Turing lieferte einen ersten Platz nach dem anderen ab. Am Tag der Entscheidungen kamen dann die Nerven. 3 5. Plätze hintereinander. Der deutsche Touring Yacht Club machte den Spieltag nochmal richtig spannend. Man kann in SAP Sailing Analytics super sehen, dass der Vorsprung immer kleiner wurde. Und am Ende war es dann punktgleicher Sieg. Und sie haben auch nur 4 Punkte vom 8. getrennt. Das knappste Ergebnis aller Zeiten in der Segel-Bundesliga. Das war auf Messerschneide unglaublich, wie spannend das war. Ganz oben auf dem Podium der großartige deutsche Touring-Yachtclub mit Julian Stöckel, Sebastian Müller, Dominik Müller und Marco Paravoccia.
Hier in Travemünde hatten wir ein sehr facettenreiches Wochenende. Alle Windrichtungen waren dabei, Windstärken 4 Knoten bis 16 Knoten, alles war dabei. Wir sind sehr happy, dass wir vorne geblieben sind zum Schluss und jetzt fahren wir mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause. Diese Liga steht für das, was Segeln ausmacht. Einfach geiler Sport. Jeden Tag ab 12 Uhr live. Gewonnen, ist seiner Favoritenrolle, wie man auch immer sagen möchte, gerecht geworden. Die haben ja auch in den vergangenen beiden Jahren den deutschen Meistertitel gefeiert und sind jetzt auch wieder auf Kurs, Gesamtsieg, allerdings über Lingen. In der, können wir gleich noch mal raufgucken, in der Gesamtwertung sind auch noch mit dabei. Bleiben wir noch mal ganz kurz hier bei Travemünde. Der Deutsche Touring Yacht Club am Ende die Nase vorn gehabt, obwohl sie in den letzten drei Rennen jeweils nur Fünfter geworden sind. Da wurde es nochmal richtig eng am Ende, ne? Ja, am Ende haben sie echt nochmal gestrauchelt, wären da auch fast zu Fall gekommen und von den Überlingern noch überholt worden. Aber insbesondere im Mittelteil, da wo es, sag ich mal, auf Geschwindigkeit ankam, da wo der Wind auflandig war am zweiten Tag, da haben sie ganz stark gesegelt, wirklich Rennen in Serie gewonnen. Und als wir mit ihnen gesprochen haben, haben sie auch gesagt, sie waren einfach extrem schnell. Ist ja auch ein sehr relativ leichtes Team im Verhältnis zu allen anderen. Und mit diesen leichten Windbedingungen, die wir hier vor Travemünde haben, da haben sie den Mittelteil genutzt, um sich ja quasi uneinholbar abzusetzen. Genau, uneinholbar abzusetzen ist... Never go in a straight line. Having the SAP sailing analytics gives us an understanding, firstly, of who's doing well on the race course, and it also gives us the different speeds of the boats, the directions that they're traveling in, how many maneuvers that they've made. Athletes also benefit from SAP sailing analytics. Coaches can exactly track the race and analyze the performance. Behind the scenes of the World Cup, SAP technology enables a more efficient operation of the race management. For us, the biggest challenge is to run fair races. And yeah, for that reason, we need a lot of information. Thanks to SAP Sailing Race Manager, the committee can exchange information about the race schedule or about happenings during the regatta. It makes my job a lot easier. Everything goes directly from the water to the shore. SAP has developed solutions for sailing regattas over the last couple of years. The collaboration with World Sailing helps the sport now run even better. For us, it's a continuous improvement. We are in constant conversations with sailors, with coaches, to really understand what are their needs, what are their requirements. And then we incorporate this feedback into our solutions. It's a perfect partnership, bringing together the best technology with the best sailing competition possible, you know, presenting the sport in the best possible way to our fans. It's perfect. Hier ist die Travemünderwoche 2017. Hier ist euer Segel-Highlight aus der Lübecker Bucht. Hier ist euer Volksfest und hier ist euer Livestream. Direkt aus dem SAP SailCube. Segeln zum Anfassen. Aus dem SAP SailCube die 128. Travemünderwoche. Heute mit der Entscheidung in der Segel-Bundesliga. Wer gewinnt den vierten Spieltag auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft 2017? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Tobi Schadewald und ich begrüßen Sie also zu den finalen Rennen heute an diesem Sonntag. Tobi, bei welchen äußeren Bedingungen, die auch mal dazu gehören zum Segeln? Ja, wir haben momentan Winde aus westlichen Richtungen, so um und bei 240 Grad, relativ starke Bewölkung und rund 3 Windstärken. Und das ist auch das, was wir über den ganzen Tag jetzt erstmal erwarten werden. Also wunderbare Bedingungen und ganz anders als die anderen Tage, deutlich mehr Drehen der Bedingungen. Da wird es einiges an Platzverschiebungen in den Rennen geben. Inwiefern ist das ein Unterschied zu gestern, was die Taktik angeht? Ja, es ist so, gestern hatten wir westliche Winde, also auflandig mit ein bisschen Welle. Da kam es vor allen Dingen darauf an, Manöver zu vermeiden und lang in eine Richtung zu sehen. Das haben wir in den SAP Sailing Analytics auch gesehen. Die Boote, die es geschafft haben, wenig Manöver zu fahren, waren am Ende ganz vorne. Das ist heute ganz anders. Wir erwarten, dass der Wind deutlich mehr dreht. Das heißt, man muss agiler sein, mehr vorausschauen und gucken, wo sind die dunklen Stellen auf dem Wasser und dann schnell reagieren. Hier sehen wir übrigens von außen diesen SAP SailCube, da links die Treppe hoch, da befindet sich unser kleines Fernsehstudio.
Und wir kümmern uns dann, wie gesagt, gleich um die entscheidenden Rennen hier in Travemünde, wollen aber noch mal ganz kurz zurückschauen auf den gestrigen Tag. Waren auch tolle Bilder, die wir dort gesehen haben, mit wirklich packenden Rennen in der Segelbundesliga. Und Markus Friedrich und David Strüning gucken noch mal zurück. Wer hier segelt, wartet nicht auf gutes Wetter. Wer hier segelt, kommt mit allen Bedingungen zurecht. Wer hier segelt, ist mit allen Wassern gewaschen. So wie der Club am Rupenhorn. Vor 2 Jahren noch in der zweiten Liga. Mischen die Berliner mittlerweile die erste Liga auf. In ihrer ersten Saison waren sie noch eine ziemliche Wundertüte, pendelten permanent zwischen erstem und letztem Platz. In dieser Saison wollen sie im oberen Drittel mitspielen. Auch wenn das nicht immer hinhaut. Ja, wir sind schon ein bisschen enttäuscht. Also wir hätten eigentlich heute gedacht, dass wir, weil es halt gestern sehr gut lief, halt daran anschließen können. Und hat halt nicht ganz so gut geklappt. Es waren aber Sachen, wo wir genau wissen, woran es gescheitert hat. Ziel ist natürlich eine Verbesserung, aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben, die wir diskutiert haben. Und dann wollen wir angreifen, einstellig. Elfter sind sie im Moment. Doch es sind nur 6 Pünktchen bis zum Treppchen. Ja, Tobi, wer hat dich am meisten überrascht gestern? Gestern insgesamt, wer hat mich am meisten überrascht? Ich glaube, negativ am meisten überrascht hat mich auf der einen Seite der Berliner Segelclub. Das hat mich wirklich überrascht. Berliner Yachtclub und überrascht hat mich auch die Segelkameradschaft Wappen von Bremen. Beide ja auf dem Podium in Kiel am letzten Spieltag und jetzt hier Rang 16 und 17. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Nee, okay. Wer immer mit allem rechnet, ist unser Außenreporter Tim Kruse. Gestern noch mit Rauschebart à la Räuber Hotzenplotz. Inzwischen sieht er wieder aus wie Mensch, wenn ich das heute Morgen richtig beobachtet habe. Tim, bist du draußen auf dem Startschiff und was hast du zu berichten, falls ja? Die hatten ein bisschen Stress heute Morgen und ich dachte, wir machen mal was ganz anderes. Wir setzen uns einfach mal auf ein Shuttleboot. Ich höre ihn wieder nicht. Das ist nämlich eigentlich immer für mich das Spannendste. Und wir sind bei den Hemelingern zufälligerweise gelandet, die gar nicht so zufrieden sind. Aber beschreibt uns doch mal, weil wir jetzt erst anfangen zu senden, wie ist denn der Tag so vom Wind her? Wie fühlst du das Ganze an hier draußen? Der erste Lauf, da war noch relativ ordentlicher Wind, sag ich mal 3 Windstärken. Dann hat er zwischen dem ersten und zweiten Flight heute 60, 70 Grad gedreht und jetzt ist er auch ein bisschen runtergegangen, kommt von aus der Bucht raus. Anspruchsvoll. Ja, wir sehen das. Also auch auf dem Startschiff sind die sehr unzufrieden mit dem Wind, kann man sich vorstellen. Wie ist das für euch? Ich meine, ihr trainiert nun sowohl auf dem Meer als auch auf dem See. Kommt ihr dann da hiermit klar oder sagt ihr, Mensch, das ist eine Sache, die wir so auch nicht richtig kennen? Also wenn wir trainieren, eigentlich quasi nur auf dem See. Die Weser hat ja mehr... Aber ihr geht auch manchmal, habt ihr mir auch erzählt, dass ihr manchmal auch auf die Ostsee geht? Das war das letzte Saison. Das war letzte Saison, okay, eher. Also diese Saison hier jetzt, einen Tag vorher. Aber das ist hier jetzt eher Binnencharakter, das Segeln heute. Gestern war mit Welle und ein bisschen mehr Meer-Feeling, aber heute ist ja Flachwasser, drehend, das ist eher Binnen. Wie ist es für euch auf diesem, also dieses Hin- und Her-Geschuttel? Ist das für euch anstrengend oder entspannt ihr euch in der Zeit? Nutzt ihr die Zeit, um so ein bisschen euch auszutauschen, was gut lief, was nicht so gut lief? Ja, genau so. Also auf dem Hinweg, wenn man hier hingebracht wird, guckt man sich das Rennen vorher nochmal an, guckt, was dort wie läuft, entspannt sich, isst noch was, trinkt noch was und dann danach kann man mal darüber sprechen, was man verbessern könnte. Wir sehen übrigens die Drohne, wir winken mal rein. Wie wichtig sind für euch diese... die Übertragungen und die SAP Sailing Analytics und so, nutzt ihr dieses Tool? Ja, viel. Vor allem die Analytics sind sehr gut. Man kann halt sehen. Wir haben dich gestern ja auch im Film gesehen, wo du so davor saßt und so, ja. Ja, man kann halt dann auch im Nachhinein noch mal ein paar Sachen sehen, warum es wo vielleicht besser lief, die man auf dem Wasser nicht unbedingt so erkennen kann. Dreher, gerade auch die Nachverfolgung der Kurse, das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, die Übertragung an Land ist natürlich ein bisschen Pech heute mit dem Wetter und gestern. Aber gerade hier in Travemünde bringt das natürlich wahnsinnig was für den Segelsport, wenn hier bei der Tribüne vielen Leuten das mal ein bisschen rübergebracht werden kann. Klar. Vielen Dank. Okay, dann viel Erfolg und hoffen wir, dass das jetzt ein bisschen stabiler wird mit dem Wind. Ne? Danke. Wir hören noch das Signal hinten, jetzt geht es langsam los hier wieder.
Ja, vielen Dank von dort draußen. Wir freuen uns immer, wenn wir da die Stimmen vom Wasser direkt bekommen. Das funktioniert ja auch nach den Rennen immer ganz wunderbar. Nach den Rennen ist ein gutes Stichwort. 38 Wettfahrten sind inzwischen gesegelt worden von 48 hier im Rahmen des vierten von insgesamt 6 Spieltagen im Übrigen auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft 2017. Und wir schauen mal auf das zwischenzeitliche Leaderboard. Also wer führt momentan Tabelle an, wobei ein Rennen noch fehlt, um den 13. Flight vollzumachen. Das sehen Sie ganz rechts. Da sind einige Vereine schon gesegelt. Andere kommen noch, nämlich gleich im letzten Rennen dieses 13. Flights. Wie auch immer, der Deutsche Touring Yacht Club führt momentan auf jeden Fall hier in Travemünde vor dem Potsdamer Yacht Club, dem Aufsteiger aus Berlin, sehr überraschend, und dem Düsseldorfer Yacht Club. Und wenn Sie mal schauen, F13, die sind alle noch nicht gesegelt. Also die sehen wir gleich im nächsten Rennen alle wieder. Genauso wie den NRV auf Platz 5, Tobi, ausgesprochen stark besetztes Rennen. Ne? Ja, ganz genau. Also wir starten gleich mit einem richtigen Knaller heute. 1, 2 und 3 und auch noch 5 in einem Rennen. Meine Güte, da werden die alle aber richtig wach werden jetzt hier im ersten Rennen. Und auf Platz 4 wollen wir nicht vergessen, der Wassersportverein Hemeling, der jetzt da hinten raus den 6., 5. Platz hatte, aber schon 4 Tagessiege hier feiern konnte und sich wirklich stark hier präsentiert auf der Lübecker Bucht. Überlingen auf 6, München 7, Club am Rupenhorn aus Berlin auf 8, Bayerische Yachtclub auf 9. Können wir mal kurz auf die zweite Hälfte schauen, die vom Lindauer Seglerclub angeführt wird. Auch die werden wir gleich in diesem Rennen noch sehen, genauso wie den Württembergischen Yachtclub auf Rang 15. Ganz unten Bremen, Berlin und ganz am Ende schon ein bisschen abgeschlagen der Schweriner Yachtclub. Ja, ich glaube, was man auch sagen kann, ist statistisch gesehen über die SAP Sailing Analytics wissen wir aus den Segel-Bundesliga-Spieltagen, wenn man alle 16 Rennen fährt und aufs Podium kommen will, dann ist 2,7 Punkte im Schnitt so die obere Grenze, die man erreichen darf. Wenn man das jetzt mit den 16 Rennen mal so malen nimmt, kann man sagen, ganz grob, 40 Punkte, dann ist man gut dabei. Aber viel mehr sollten es auch nicht werden, und wenn man wirklich ganz vorne sein will. Also mal gucken, wie das mit den Teams sich ausgeht. Welchen Wimpel wollen wir am Startschiff nicht so gerne sehen? AP. AP. Rot-Weiß ist leider gerade gezogen worden, wie wir aus der Regie gehört haben. Das heißt, es gibt eine kurze Startverschiebung vor diesem 39. Rennen, über das wir gerade gesprochen haben. Das gehört aber nun mal leider dazu. Ja, und ich meine, wir können kurz nochmal über Rennen 38 sprechen. Auch wenn wir noch nicht übertragen haben, wurde es ja über die SAP Sailing Analytics gestreamt. Und das kann man sich natürlich auch anschauen. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Rennen, insbesondere für die Hemelinger, weil die haben einen ganz schlechten Start erwischt gehabt. In den Analytics konnte man das sehen und mussten dann aufholen. Denn der Wind hat in dem Rennen zweimal um 20 Grad gedreht. Das ist fürs Segeln wirklich erheblich viel. Einmal haben sie aufgeholt, einmal haben sie wieder verloren. Am Ende war es ein dritter Platz. Wir haben sie ja im Interview gerade kurz gesehen. Hier sehen wir übrigens kurz den Wimpel, ja. Tobi. AP, ja. Ja, und ich glaube, dass vielleicht AP auch um, weil der Wind so stark dreht. Das ist nicht so einfach heute zu segeln, kann ich nicht genau sagen. Aber sie waren ja nicht ganz zufrieden. Ich glaube, von außen mit einem dritten Platz heute im ersten Rennen machen sie überhaupt nichts falsch. Weil, wie gesagt, wer am Ende einen Dreier-Schnitt hat und sie sind ja gut gestartet, dann sind sie auf jeden Fall auf dem Podium, wenn sie so weitermachen, was, glaube ich, eine gute Platzierung für sie ist. Mhm. Der Deutsche Touring Yacht Club auch wieder ganz vorne mit dabei, sind ja zweimal nacheinander deutscher Meister geworden und auch amtierender Champions League-Sieger. Julian Stückel ist dort am Steuer, jetzt wieder in Kiel war er ja nicht unterwegs, aber ich habe das Gefühl, sobald er dort die Pinne übernimmt, dann sind die auch immer mehr als konkurrenzfähig und eigentlich fast immer halt ganz vorne. Ja, glaube ich auch. Also er ist Team zu harmonieren, das ist wirklich gut. Und ich finde, was mir gestern aufgefallen ist, sie fahren ja einen relativ konservativen Stil am Start, also haben einfach gute Beschleunigung. Die Rennen über ihre Erfahrung, über ihr Handling einfach sauber ausfahren. Und wenn der Wind nicht sonderlich gut dreht, sind sie eigentlich immer Top 3. Das ist, finde ich, ihre große Stärke, bei konstanten Bedingungen immer vorne dabei zu sein. Aber heute können auch, sag ich mal, Schweinereien passieren. Schweinereien? Ja, Schweinereien, muss man so sagen. Und da ist der Touring Yacht Club auch nicht vorgefeit, heute nochmal richtig hinten vielleicht zu sein. Schweinereien kenne ich sonst noch von den Kollegen aus der Regie, die hinter uns sitzen. Wir schauen hier gerade aufs Wasser hinaus und sehen dort, ja, ist der Wimpel da gerade runtergegangen, der AP-Wimpel? Ja, ich sehe nicht mehr wen. Also um 20:15 ist der Start der nächsten Wettfahrt. Ich höre gerade von unserem Regisseur, dass wir noch Zeit haben, ein schnelles Interview ihn zu präsentieren. Gleich, hier sehen wir sie übrigens gerade mit dem grünen Boot. Da wird gleich der NRV drauf unterwegs sein mit Carsten Kemmling. Zufälligerweise auch der Verein von Tobi Schadewald. Und genau den Carsten Kemmling nämlich hat Ingo Rohrbach heute Morgen noch kurz interviewt.
Carsten, die Messlatte seit Kiel liegt hoch. Tobi Schadewald hat Kiel gewonnen. Du heute hier am Steuer. Läuft aber auch nicht so Blau schlecht, steht weil mir alles noch relativ eng zusammen ist. Also sag uns, wie es außen aussieht. Ja, ich sag mal, wir müssen ja gar nicht, weil Tobi haut das dann immer weg. War ja nicht nur in Kiel Erster, sondern Lindau Zweiter. Und wir haben das Erste schon, war nicht ganz so doll. Ich sag, Top 10 reicht ja, den Rest macht dann Tobi. Eigentlich geht es fast für alle. Es geht bei uns up and down hier, sind sehr unterschiedliche Bedingungen. Weiß ich, mal haben wir Gras dran, mal sind wir wie ein Start, mal nicht ein bisschen verkackt dann auf der einen Seite, falsche Seite. Aber auch sehr, sehr gute Rennen, die wir gefahren sind. Und insofern ist eigentlich prickelt das total. Das ist ja letzter Tag jetzt wieder heute. Und ist nochmal alles drin, ist wieder alles zusammengerutscht. Man traut sich immer gar nicht auf die Ergebnisliste zu gucken, aber mega spannend. Und am Ende wird es nachher abgerechnet. Ja. Ihr habt euch aber nicht in Tim Kruses Bart verfangen, weil du gerade von Gras sprichst. Ja, das sah tatsächlich so aus irgendwie. Ich war es ja auch irgendwie drauf. Aber das war wirklich ganz komisch, damit rechnet man ja nicht. Und dann kommst du in so ein Seegras, weil wir waren mit Abstand Erster. Ich habe es auch noch mal im Tracker gestern angeguckt, plötzlich einen Knoten langsam und kommst da gar nicht mehr raus. Und denkst, ist immer blöd, weil jeder hat irgendeinen Mist, aber so einen Mist haben wir irgendwie auch noch nicht gehabt. Das sind natürlich, dann guckst du dann am Ende in die Liste, das sind 5 Punkte und da. Aber jeder andere macht das genauso, jeder hat irgendwie was erlebt und das ist eigentlich ganz lustig. Im Endeffekt kommt es darauf an, wer am besten segelt und da können wir heute noch ein bisschen nachlegen. Wie ist das Gefühl heute, wenn er rausgeht? Ein gutes Gefühl, dass er noch ein bisschen nach vorne kommt? Ja, auf jeden Fall. Weil es ist Wind, gestern haben wir schon gesagt, am schlimmsten, ich weiß noch, letztes Jahr, da lief hier auch nicht so toll und dann haben wir abends schon mal auf den Wetterbericht geguckt, morgen ist nichts, dann haben wir den ganzen Tag hier gesessen und ist nichts. Und dann sitzt du auf deinem Platz und denkst, ich will noch und kommt nichts mehr. Heute sieht das ja aus, als ob ein bisschen Druck da ist, dass was läuft. Und das ist schon mal am besten, weil wenn das seglerisch entschieden wird, dann hat man es in der Hand, dann kann man sich nachher dann noch darüber ärgern, was man für Mist gemacht hat. Aber nee, also heute haben wir Bock. Wir drücken die Daumen, dass ihr euch nicht ärgern müsst. Tobi und Alex werden es mit Argusaugen im Studio begutachten. Zurück zu euch. Ja, aber nicht zu knapp, das auf jeden Fall. Carsten Kemling sagt, heute haben wir Bock. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto. Wir schauen jetzt mal raus aufs Wasser. Rennen 39 steht nämlich an. Manchmal ist das so, ne? Dann kündige ich was an. Wir schauen raus aufs Wasser. Und ich warte noch auf so einen kleinen... Ich sag, aber so eine kleine Zwischenmast. Ist nicht mehr lang. Und sie kommt nicht. Ist noch 50 Sekunden bis zum Start. 50 Sekunden bis zum Start. Also... Ja, also an uns liegt es nicht. Also jetzt noch schnell die Belegung der Boote im Schnelldurchlauf. Boot Nummer 1, Schwarz, der Düsseldorfer Yachtclub. Boot Nummer 2, Magenta, der Lindauer Seglerclub. Boot Nummer 3, Blau, der Potsdamer Yachtclub. Boot Nummer 4, Carsten Kemling haben wir gerade gehört, der NRV mit dem grünen Boot. Boot Nummer 5, Gelb, Deutsche Touring Yachtclub, deutscher Meister der vergangenen beiden Jahre. Und Boot Nummer 6, der Württembergische Yachtclub mit dem roten Boot. In 5 Sekunden geht Rennen 39 über die Bühne. Tobi, was sagt der Experte? Ja, ich fand, die Boote waren ziemlich langsam vorm Start. Das war verwunderlich auf jeden Fall. Ich fand, der Touring Yacht Club hat deutlich zu tief gedreht gehabt vorm Start. Das passte alles nicht so richtig zusammen. Ne? Das Timing war da noch nicht gut. Aber okay, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Und ich glaube, die Potsdamer hatten einen ziemlich guten Start. Die Potsdamer sind im blauen Boot unterwegs. Friedrich Eichhorst, 18 Jahre, dort am Steuer zusammen mit Martin Metzing, Sebastian Freitag und Leander Kamm sind ja in der Relegation im vergangenen Jahr bei diesem Krimi auf dem Starnberger See in die Bundesliga aufgestiegen und präsentieren sich hier vor allen Dingen in Travemünde wirklich ausgesprochen stark. Ja, ich glaube, jetzt kann man im Moment sehen, das erste Boot ist rausgesackt aus der ersten Linie. Das sehen wir hier nochmal, das Replay vom Start. Und da sehen wir, der Potsdamer Yachtclub ganz in Luft. Die haben sehr lange gewartet, bis sich eine Lücke auftut. War ein bisschen, sag ich mal, da war es ein Geduldsspiel. Und das haben sie super gemacht. Echt klasse. Und dann hatten sie die Chance, da wirklich mit Fahrt über die Linie zu gehen. Die anderen Boote doch ein bisschen spät. Ich würde sagen, da fehlten nochmal 3-4 Meter. Das haben wir hier nochmal im Replay. Die sind einfach hinter der Linie. Das sind Meter, die im Nachhinein jetzt teuer werden können. Ich hatte es gerade gesagt, 39 Wettfahrten sind dann mit dieser absolviert. Danach folgen noch 3 Flights, 3 Rennen. Also wir haben noch ein schönes Programm hier für Sie heute an diesem Sonntag.
Ja, und ich glaube, wenn man jetzt so in der 3D-Animation guckt und jetzt auch wieder im Live-Bild, dann sehen wir, Wind hat links gedreht. Die Potsdamer haben den ersten Dreher jetzt mitgenommen. Und die Gefahr ist heute, dass wenn man keinen guten Start hat, dann wendet man einmal, fährt nach rechts und kommt dann vielleicht aus dem Rhythmus raus. Und gegen den Wind, sag ich mal, gegen den Rhythmus des Windes geht heute gar nichts. Da muss man geduldig sein. Das wäre so meine Herangehensweise an den Tag heute. Und wenn man einfach die Dreher mitnehmen und dann über die Zeit, wird es sich wahrscheinlich dann schon ausgehen. Hier ganz vorne mit dem roten Boot der Württembergische Yachtclub mit Max Rieger am Steuer, Konrad Rebholz, Felix Diesch und Lukas Amon. Dahinter in Gelb, das ist der deutsche Meister aus Tutzing mit Julian Stückel am Steuer und die Düsseldorfer dort im schwarzen Boot, leicht verdeckt am linken Bildrand und rechts oben dort mit dem magentafarbenen Boot, das ist der Lindauer Seglerclub in Blau, Potsdam. Und dann fehlt uns noch das grüne Boot und das ist der Norddeutsche Regattaverein mit Carsten Kemmling am Steuer. Ja, wir sehen jetzt in Luven ein bisschen weniger Wind. Jetzt sind wir beim Württembergischen Yachtclub hier an Bord, Max Rieger an der Pinne. Ich finde den Trevor da relativ mittig gefahren gerade. Das heißt, also er möchte auf jeden Fall jetzt mit wenig Twist fahren. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das Wasser so flach ist. Und jetzt hier die Wände, sehr schön gerollt. Traveler kommt ein bisschen spät nach oben, aber es ist auch eine interessante Aufgabenverteilung, die fahren. Nämlich, dass Max fährt den Traveler und die Großschot, also ein Steuermann, der richtig viel zu tun hat. Und mit dem wunderschönen Rechtsdreher, den sie da gerade bekommen haben, haben sie jetzt, glaube ich, hier die Führung übernommen. Stichwort Traveler, vielleicht können wir nochmal auf die Onboard-Kamera-Perspektive gleich schalten. Und du kannst mal den Zuschauern, die sich nicht so gut mit dem Segelsport auskennen, zeigen, wo dieser Traveler überhaupt sitzt. Ich glaube, das ist das Ding dort unten in der Mitte, ne? Ja, ganz genau. Das Ding genau da unten in der Mitte. Und da kann man den Schotwagen nach Luv und Lehmet fahren. Und wenn man das tut, was passiert dann? Dann dadurch wird der Winkel des Achterleaks vom Großsegel verändert. Naja, was heißt das für uns? Das heißt, ich kann den Traveler so weit in der Mitte fahren. Dann werde ich ein relativ geschlossenes Profil haben. Das mache ich normalerweise, wenn ich flaches Wasser habe. Mhm. Und anders halt fahre ich weiter in Luv bei ein bisschen mehr Welle. So, wir sehen hier, dass die Potsdamer um diese rote Lufttonne als erstes Team gehen. Der Gennaker geht nach oben. Die haben hier also Führung auf der Startkreuz dann verteidigt vor dem Württembergischen Yachtclub in Rot. Der jetzt hier mit dem Jibeset, aber ein schwaches Jibeset, das hat nicht gut geklappt. Da hat es echt ordentlich gehakt. Dahinter sehen wir ganz normale Sets und der NRV wird hier im letzten Moment noch überlaufen vom Düsseldorfer Yachtclub, die aber Probleme da auch mit dem Gennaker haben. Und das ist jetzt eine ganz spannende Situation. Der Wind hat ja rechts gedreht vor der Tonne und das bedeutet, dass normalerweise eine Halse, das hier das Jibeset vom Württembergischen Yachtclub zum Beispiel, dass das strategisch erstmal die richtige Variante war. Allerdings kommt ja zur Taktik auch immer noch die Ausführung und die war bei den Württembergern nicht ganz so gut. Deswegen immer noch der Vorsprung bei den Potsdamern von 27 Metern. Hier schön zu sehen auf der 3D-Grafik. Zwei Runden werden im Übrigen bei diesen Wettfahrten der Segelbundesliga absolviert. Kurze, kompakte Rennen. Also zweimal muss es über die Kreuz zur Lufttonne gehen, zweimal auf der Vorwindstrecke. Wenn es dann gleich ans Leegate geht, da haben die Teams die Möglichkeit, sich für eine der beiden Leetonnen zu entscheiden und sich dann auch für die eine oder andere Kursseite auf der Kreuz dann zu entscheiden. Gesegelt wird im Übrigen, vielleicht das nochmal als Information für diejenigen, die auch nicht so oft dabei sind, auf sogenannten One-Design-Booten, J70-Boote sind das hier, also alle 18 Bundesliga-Vereine müssen hier mit dem identischen Material auskommen. So, jetzt die Halse von den Württembergern relativ früh, überraschend für mich. Wahrscheinlich ist auf der anderen Seite gerade mehr Wind. Potsdam verteidigt das, aber mit einer schwachen Halse, ganz ehrlich, bei den Potsdamern war zu wenig Lage im Schiff. Und jetzt geht es in Luft drauf. Also wir sehen hier ganz viele intensive Zweikämpfe. Und wichtig ist wahrscheinlich auch noch die Boote, die jetzt gehalst haben, also zum Beispiel Württemberg. Die haben jetzt Vorfahrt, weil sie das Segel auf der linken Seite haben. Und da müssen irgendwie versuchen, jetzt nach rechts zu kommen, weil da hat der deutsche Touring Yacht Club im gelben Boot eine deutliche Böe bekommen und zieht jetzt hier an allen vorbei und hat die Führung übernommen. Das sieht man hier wunderbar, wie Julian Stückel und Crew dort im gelben Boot gerade schön vorbeigezogen sind und die Konkurrenz haben links liegen lassen. Hier das von mir angesprochene Leegate jetzt im Bild. Ja,
und da kann man jetzt in zwei Richtungen drum fahren. Einmal nach rechts rum und dann auch einmal nach links rum. Je nachdem, was besser ist oder vielmehr, wo man den freien Weg für hat. Und ich glaube, entscheidender als die Richtung ist eigentlich, dass man jetzt hier nicht anhalten muss, dass man frei weiterfahren kann. Das haben der Deutsche Touringer Club exzellent gelöst. Bei den Potsdamern sieht man, ist deutlich weniger Fahrt im Boot. Und das ist immer gefährlich, weil die Luft ist total verwirbelt an der Litonne. Da kann man ganz schwer wieder losfahren. Tolle Perspektive, wollte ich sagen, die wir hier aus der Luft von unserer Drohne bekommen. Sehen, dass sich vier Crews für die rechte Kursseite entschieden haben, angeführt vom Deutschen Touring-Yacht-Club in Gelb und zwei Mannschaften, die jetzt aus dem Bild verschwinden, für die linke Kursseite, angeführt vom Potsdamer Yacht-Club. Jetzt fliegen wir mal in Richtung des führenden Bootes. Der deutsche Meister der vergangenen beiden Jahre sitzt auf diesem gelben Boot mit Julian Stückel am Steuer, Sebastian Bühler, Dominik Müller und Marco Tarabochia, die sich auch hier in Travemünde wieder stark präsentieren, die Gesamtwertung, wir haben es ja gerade gesehen, momentan anführen. Tobi? Was ich auch spannend finde, ist, sie haben das Crewgewicht ganz, ganz weit vorne. Das Crewgewicht, also sie sitzen sehr weit vorne im Schiff. Jetzt hier die Halse, super synchron von allen. Da siehst du mal, wie weit die nach vorne gehen. Ne? Da geht der Vorschotter noch kurz nach vorne, muss einmal die Spielschot klarieren. Und dann sitzen alle wieder ganz vorne, dass die Wasserlinie möglichst lang ist. Und hier sehen Sie auch in der 3D-Grafik, dass Sie sich doch schon einen schönen Vorsprung, wenn auch noch nicht komfortabel zum Ausruhen, aber einen kleinen Vorsprung haben Sie sich jetzt schon erarbeitet. Die Tutzinger, 24 Meter sind es. Die Entscheidung ist natürlich noch nicht gefallen, weil gerade in diesen kurzen und kompakten Rennen der Segel-Bundesliga wirklich allerhand passieren kann. Erst wenn man sicher im Ziel ist, kann man eigentlich sicher sein, dass man hier auch gewonnen hat. Ja, also wir sehen, wie viel Bewegung da drin ist. Ich meine, der Potsdamer Yacht Club war dann an der Lufttonne Erster mit dem tollen Start. Dann sind sie auch vorwärts in die falsche Richtung gefahren und jetzt sind sie Letzte. Also da geht das total schnell hin und her. Und es ist einfach wichtig, wie gesagt, geduldig zu sein, immer die Dreher mitzunehmen, nicht nach dem Feld zu fahren. Ich glaube, das wäre total falsch, anders als gestern, sondern sein eigenes Ding zu machen und dem Wind zu folgen. Aha, nicht nach Feld zu fahren, das heißt gar nicht auf die Konkurrenz zu schauen? Das funktioniert nicht, Leute. Aha. Also nur sehr, sehr bedingt, weil der Wind ändert sich so schnell, dass wenn ich reagiere und eigentlich immer dahin fahre, wo die anderen jetzt gerade Wind haben, bis ich da bin, ist der wahrscheinlich schon wieder weg. Das heißt, ein guter Steuermann wird sein eigenes Ding machen und normalerweise werden die anderen dann auch den gleichen Kurs ungefähr fahren. So, guter Steuermann wird sein eigenes Ding machen, sagst du. Max Rieger sehen wir hier am Steuer des württembergischen Yachtclubs mit Konrad Rebholz, Felix Diesch und Lukas Ammon, die jetzt nicht im Bild sind, weil sie natürlich auf dem, in der Mitte und auf dem Vorschiff genug zu tun haben, die jetzt als erste Verfolger des deutschen Touring-Yachtclubs hier gerade groß im Bild sind, mit dem roten Segel der württembergische Yachtclub, gefolgt von dem Lindauer Seglerclub. Vielleicht noch die Information links oben, die Punkte, das ist ja entsprechend der Farben der Boote, der graue Punkt, den müssen Sie sich mit ein bisschen Magenta versehen denken. Das ist nämlich dann das magentafarbene Boot Nummer 2 des aktuellen Lindauer Seglerclubs. Also, der Deutsche Touring Yachtclub in Gelb führt bei der zweiten Rundung der Lufttonne vor dem württembergischen Yachtclub und Potsdam hier in Blau, gerade auf 3, die müssen da aufpassen. Ja, der Wind hat nochmal links gedreht vor der Tonne, da haben sie nochmal die Fock wegrollen müssen, um die Tonne zu kriegen. War aber sauber gelöst, fand ich, insgesamt eine schöne Rundung. Dann Fock gleich wieder raus, jetzt Fock wieder weg. Also da ist richtig, richtig viel Manöver-Action an Bord und das war alles sauber gelöst, stark gemacht. Lindau auf 4, Hamburg hier in Grün, gerade um die Lufttonne herum auf 5 und Düsseldorf aktuell. Die Düsseldorfer müssen sich aktuell mit dem 6. Platz begnügen, hängen da auch schon ein bisschen zurück und wir fliegen mal wieder in Richtung, aber nicht gegen den Mast fliegen, wir fliegen jetzt mal in Richtung Spitzenposition. Ja, ganz genau. Ich meine, das ist ein tolles Bild. Die fahren jetzt erstmal hintereinander her. Ich habe mir nochmal die Lufttonnenrundung auf die Analyse gelegt. Da sieht man, wie gut die Potsdamer das gemacht haben. Okay, ja, so jetzt, das sieht auch gut aus hier. Wunderbar, der Deutsche Touring Yacht Club mit wunderbarem Vorsprung. Da wird nicht mehr viel passieren. Das ist natürlich eine komfortable Position. Ja, schöne Bilder, die uns hier die Live-Drohne aus der Luft liefert. Wirklich toll. Und sehen auch hier in der 3D-Übersicht knapp 40 Meter der Vorsprung des Deutschen Touring Yacht Clubs auf den württembergischen Yacht Club. Vielleicht können wir uns aber doch nochmal die Szene anschauen an der Lufttonne, wenn wir wollen. Also ich glaube, jetzt ist auch eine spannende Situation hier, gerade auf dem... Da haben wir sie. Da haben wir sie nochmal. Also das ist auf jeden Fall der Potsdamer Yacht Club kurz vor der Tonne. Jetzt pearlen sie die Fock, also rollen die Fock weg. Dann können sie besser gegen den Wind schießen. Das ist interessant. Jetzt rollen sie die Fock wieder aus, damit sie schneller wieder abfallen können. Dann geht jetzt gleich der Gernacker hoch, da ist er. Und jetzt geht die Fock wieder weg.
damit der Genner schneller zum Stehen kommt. Ah, also ja. Jeder Tourensegler, der überlegt, wie schnell er mal setzen, bergen, hier in 15 Sekunden machen die Jungs das zack, zack, zack und hat alles super geklappt. Stark. Ja, das ist der kleine Technik-Exkurs bei der Lufthorn-Rundung. Wir sind im Live-Bild zurück, 3D, und sehen dort schon die Ziellinie im Bild. Der Deutsche Touring-Yacht-Club wird sich diese Sache nicht mehr nehmen lassen, wenn wir auch gleich die Live-Bilder haben. Da sind sie dann nämlich, glaube ich, schon über die Ziellinie gefahren vor dem württembergischen Yacht-Club, der hier im Bild ist. Da haben wir das Legate. Links ein bisschen weiter ist die Ziellinie. Hier kommen die Drittplatzierten aus Potsdam. Müssen gleich mal ein bisschen weiter nach links schauen. Da ist das Start- und Zielschiff, genau. Also Potsdam sichert sich den dritten Platz in diesem 39. Rennen auf Rang 4. Dann das magentafarbene Boot aus Lindau, der Lindauer Seglerclub mit Veit Hemmerter am Steuer. Und ich glaube oder wage mal zu behaupten, dass sich auch an den Platzierungen 5 und 6 auf diesem letzten Vorwind nichts geändert hat. Genau, der NRV sichert sich den fünften Platz und Düsseldorf muss sich in diesem Rennen zumindest mit dem letzten und sechsten Platz begnügen. Bei den Düsseldorfern Jan-Philipp Hoffmann, Patrick Treichel, Nils Henning Hoffmann und Alexander Swade an Bord. Oh. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Ich meine, da gab es auch richtig Bewegung. Touring Yacht Club, die das Rennen gewonnen haben, nicht mit einem guten Start. Auf dem ersten Vorwind haben sie es super gemacht. Der Wind hatte zwar vor der Lufthorne rechts gedreht, aber die Boote, die sofort gehalst haben, sind aus der Bö und aus dem Dreher wieder rausgefahren. Deutscher Touring Yacht Club hat es besser gemacht, hat gewartet, bis sie wirklich sauber nach der Halse den Dreher bekommen und sind dann in einem langen, langen Schlag zur Lehtonne runtergefahren, haben auf dem ersten Vorwind drei Schiffe überholt, die Führung übernommen und das Rennen souverän gewonnen. Das ist genau die Geduld, die man braucht. Hier sehen Sie in der Bildmitte übrigens ganz schön die Shuttle-Boote, die hier die nächste Crew an Bord bringen. Tolles Bild, was wir hier gerade sehen. An allen J70, also an fast allen, findet jetzt gerade der Crewwechsel statt. Es sind ja insgesamt 18 Vereine in der Segel-Bundesliga unterwegs. Und für das jeweilige Rennen kommen neue Crews an Bord. Manchmal ergibt es die Auslosung, dass ein Team oder auch zwei Rennen nacheinander austragen müssen. Das ist in diesem Fall sogar so. Die Lindauer bleiben gleich an Bord des magentafarbenen Bootes dort in der Bildmitte sitzen und auch der Norddeutsche Regattaverein auf dem grünen Boot dort oben ist sitzen geblieben. So, wir schauen nochmal auf die Analyse des 39. Rennens, das den 13. Flight abgeschlossen hat. Tobi, was sagen dem Experten diese Daten? Ja, ich glaube, man die Travemünder Woche 2017 in ihrer 28. Auflage. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer hier live aus unserem SAP Sail Cube und Tobi Schadewald und ich haben Verstärkung bekommen in Person von Jens Halbruck, dem ersten Vorsitzenden der Klassenvereinigung der Teenie-Boote. Wir freuen uns darauf, dass wir gleich zwei Rennen dieser Nachwuchsklasse übertragen können. Jens, du als erster Vorsitzender, was ist das Spannende an dieser Teenie-Klasse? Naja, sie ist natürlich irgendwie die Vorstufe für 20er, für den 29er und für die anderen großen Zweimannklassen und hat eigentlich alles, was diese Zweimannklassen gerne haben hätten, nämlich Spinnaker, Capriz und in der ganzen und eben zwei Männer an Bord, zwei Menschen an Bord. Und das macht sie eigentlich so ein bisschen wie einen kleinen 420er und damit auch dann die konsequenterweise daraus folgenden Segelübungen und alles, was man braucht, um die große Klasse. Die können eigentlich lang und klein aus umsteigen und haben dann ihre Freude in den großen Booten. Und wie wir gerade gesagt haben, Tobi, eine gute Alternative oder auf jeden Fall eine Alternative zum Opti. Ja, und ich glaube, ja, das drückt sich auch darüber aus, wie viele Teenie-Segler wir am Steuer in der Segel-Bundesliga sehen. Ja, genau. Gutes Stichwort. Fünf Stück. Fünf Stück. Und wie es der Zufall will, zwei deiner Töchter, nämlich Silke Basedow, geborene Halbrock, und Maren Halbrock, genau, an Bord des Hamburger Segelclubs. Genau, mit Max Gurgel und seinem Bruder Karl Martin Gurgel. Dann haben wir noch Mittelmeier auf dem Überlingen. Dann haben wir Barben die Erde, Johannes. Lübecker Yacht Club. Damals hatte der Lübecker noch Teenies. Dann haben wir noch, lass mich überlegen, Malte Andresen. Rubenhorn. Malte Christoffersen? Malte Christoffersen, ja. Mhm. Und wen haben wir noch? Lass mich überlegen. Ist egal, es reicht ja. Es sind also ein paar davon sind halt dabei. Auf jeden Fall eine ganze Menge, die jetzt Segel-Bundesliga segeln und auch
als Steuermann oder als Steuerfrau in diesem Fall unterwegs sind, das sollte ja vielleicht genug Motivation sein für die, die ja jetzt draußen sind. Ja, und die Führung innehaben in der Gesamtwertung. Überlingen führt mit Tino Mittelmeier, ja, der ehemalige Teenie-Segler. Also, ja. Ja. Gut. Okay. Stimmt. Leider nicht der HSC. Das kommt noch. Da sind wir noch, bin ich noch guten Mutes. Silke strebt ja eine komplette Teenie-Damenmannschaft an und dann sind sie auch, wird das sicherlich auch ganz spannend sein. So, jetzt sind wir draußen, haben noch 2 Minuten 18 bis zum Start. Wir sehen, wir starten wieder mit blauem Peter. Relativ leichter Wind, der ja aus schräg auflandigen Richtungen, also das verspricht spannend zu werden. So, genau, wir sehen, das haben wir gestern auch schon bei der Segel-Bundesliga Ihnen immer gezeigt, unten rechts den Countdown eingeblendet, bis es dann zum Start geht. Insgesamt sind 35 Boote gemeldet, ja, ein Boot fehlt, also 34 Starter sind in dieser Klasse unterwegs. Hier haben wir eine sehr schöne Perspektive, wie ich finde. Unsere Onboard-Kamera haben wir dort angebracht bei Maria Alt und Julia Barz, mal oben am Mast. Also das, da hoffen wir auf ganz neue Einblicke, die wir da dann von dieser Live-Kamera bekommen werden. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann im Rennen darstellt. Was ich gerade sagen wollte, der Countdown läuft runter und das ist nicht anders als in der Segel-Bundesliga. Es geht darum, wenn dieser Countdown down bei Null ist, dass man mit der größtmöglichen Geschwindigkeit an der bestmöglichen Position über diese Startlinie dann fährt. Vielleicht ist ein kleiner Nachteil dieser Klasse, dass sie einfach dann mit 30 Booten natürlich kein Opti-Feld darstellen kann und man nicht unbedingt erwarten kann, dass die also auch so dynamisch und gewaltig starten können wie halt eben Opti-Segler. Das war ja auch dann so ein kleiner Scherz, den ich dann unseren beiden Olympia-Dritten, 470er, auch beides Teenie-Segler, ne? Auch, wie heißt er, Erik Heil und Tommy Flössel sind beides Teenie-Segler gewesen im Final. Die haben sich im Teenie gefunden und haben sich nie wieder getrennt und haben gesagt, also die Teambildung für uns war im Teenie und das ist wichtig. Und genau das ist auch der Punkt, den man eigentlich der Teenie wirklich gut zuschreiben kann, dass man eine hervorragende Teambildung hat. Das sind interessante Informationen. Das sagte auch vorhin einer der Jungs, der Franz, den unser Außenreporter interviewt hat. Das war eigentlich das Erste, was er sagte. Stichwort Teambuilding, ja, ist das Schöne hier an dieser Klasse. Ganz wichtig, ja. Tobi, was siehst du auf der Startlinie? Wo könnte sie bevorteilt sein, deiner Meinung nach? Ist eine relative Massierung am Startschiff? Ja, wir haben auf jeden Fall rechts bevorteilte Startlinie. Viele Boote orientieren sich da. Wir sehen hier, oh, jemand auf Steuerbord Bug, der fährt dann noch lang, meine Güte. Das ist vielleicht nicht so gut vorm Start. Jetzt noch 5 Sekunden, also erwarte jetzt jeden Moment ein Anrufen der Boote und sieht für mich nach einem klaren Start aus. Jetzt da geht die Flagge runter, das war der Start und das hat gut funktioniert. Ich denke, die sind jetzt hier im Rennen auf der Startkreuz unterwegs. Jetzt, dass wir das noch einmal sagen den Zuschauern, also von welcher Altersklasse reden wir? Wie alt sind jetzt die Seglerinnen und Segler? Parallel, absolut parallel zum Opti. Das ist auch der Wunsch des Konstrukteurs Günther Ahlers, der das Schiff da vor nächstes Jahr 30 Jahren konstruiert hat. Und da hat gesagt, ich möchte gerne eine Alternative zum Opti haben. Und deswegen haben die gleichen Zeiten, nämlich von ab 8, 9 bis 15. Bis 15, okay. Ja, wir haben vorhin einen 10-Jährigen gehört, dann der Franz war, glaube ich, schon 14, der darf dann bald nicht mehr. Na, der hat nicht ganz richtig, der darf noch ein Jahr. Ach so, in dem Jahr, wo er 15 wird, darf er noch versegeln. Aber der ist schon relativ groß. Also da muss man auch irgendwann sagen, die, genauso wie im Opti sind wir irgendwann auch Gewichts- und Größenbegrenzt. Eine Zweihandjolle dieser Teenie haben wir vorhin schon mal angedeutet, 3,15 Meter lang, 1,38 Meter breit, Segelfläche 5,4 Quadratmeter und ähnlich wie wir das aus der Segel-Bundesliga kennen, da ist es ein Gennaker, hier ist es ein Spinnaker, kommt dann auf der Vorwindstrecke der Spinnaker dazu mit einer Segelfläche auch nochmal von 5,2 Quadratmetern, sodass wir dann gut 10,5 Quadratmeter Segelfläche haben. Ist das gut handelbar für die das Jungs? Das ist sehr gut handelbar, weil der Konstrukteur damals gesagt hat, ich baue etwas, mit dem die Kinder alles das erfüllen können, was die Klassen, was die Abfolgekassen können, also für 20er etc., aber eben in einem handelbaren Bereich für die Kinder. Und das ist natürlich der, deswegen ist, sagt natürlich der eine oder andere Trainer, der Spinnaker ist ja mal ein bisschen klein, ne? Könnte ein bisschen größer. Könnte ein bisschen größer sein. Aber okay, solange alle sind, alle absolute Einheitsklasse, alle Boote müssen identisch sein. Und rein theoretisch könnte auch jeder ins andere Boot steigen, müsste eigentlich das gleiche Resultat haben. Ah ja, stimmt. Das ist ja wie bei der Bundesliga. Die J70 sind ja auch alle eine One-Design-Klasse. Da muss man auch mit dem gleichen Material umgehen können. Wir versuchen dann mal hier natürlich auch den Überblick zu bewahren. Hier sehen wir hier auf jeden Fall nochmal von oben die Onboard-Kamera bei Maria und Julia.
dort auf dieser Startkreuz in dieser ersten Wettfahrt. Ui, das war aber sehr knapp. Da hat sich die Kamera schon gelohnt, würde ich sagen. Ja, vor allen Dingen, die haben gerade eine schicke Wende gefahren, also eine Rollwende gefahren. Das hat man auch davor gesehen. Also das war schon mal sehr knapp gerade. Das hat man so auch noch nicht gesehen, also zumindest nicht aus der Perspektive. Ja. Hier vorne die 692, das sind Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer. Für mich ein Favorit. Ja? Ja, also ich habe so 5, 6 Boote, die ich jetzt gar nicht richtig erwähnen will, aber es gibt so ein paar, wo ich sagen würde, die sind eigentlich schon in den letzten Regatten so gut gefahren, dass ich davon ausgehen muss, dass sie, also einer von denen dann auch, eine von denen gibt es auch ein Damenteam, eine Steuerfrau, bei der ich sagen würde, okay, da könnte das spannend werden. Wir haben jetzt ja gerade einen relativ deutlichen Linksdreher gesehen und von 40 Grad auf knapp 28, 25 Grad zurückgedreht nach links nach dem Start. Deswegen viele Boote jetzt auch hier mit dem Segel auf der rechten Seite unterwegs. Ich glaube, das machen die ganz richtig. Irgendwann wird er wahrscheinlich wieder zurückdrehen. Mhm. Und alle, die erstmal jetzt hier unterwegs sind, das ist auf jeden Fall die Spitzengruppe. Mhm. Was ich ja interessant finde, ist, dass der Steuermann ziemlich weit oben sitzt hier. Also das erzeugt ja doch einen erheblichen Windwiderstand. Im 470er sieht man ja öfter mal den Steuermann dann auch in der Mitte des Schiffes sitzen. Richtig. Geht das hier nicht? Naja, der Bereich da ist relativ schmal. Es ist in den meisten Fällen sogar, dass der Schotte verschwindet. Also den siehst du manchmal wirklich vorne untertauchen. Der ist dann nicht mehr zu sehen. Aber der Steuermann, dass der auch, der hat die, da reicht der Platz einfach nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Für Menschen, die sich mit Segeln nicht so gut auskennen, was hat es mit dem Schotten auf sich? Was ist der Schotte? Der Schotte ist der Vorschotter. Deswegen heißt der Vorschotter, ja, wie lange der Schotten, so dass das haben wir ja nicht. Der hat halt die Vorsegel zu bedienen und der hat eigentlich auch die Taktik mit zu entscheiden, zu sagen, du, pass mal auf, da kommt. Wird verteidigt vorne auf Platz 1. Ich finde, der Steuermann ist sehr, sehr weit. Kann er. Der ist Spielfall und das heißt, er muss da. Aber ich gebe dir recht. Zu sehen, die beiden jetzt, die auch aktuell von oben. Ja, also die Steuerfrau, Vorschotter. Frau, diese Mal hat die Schoten noch in der Hand wieder zurück. Mhm. Das ist gerade der Streckbug, also das lange Bein, sagen wir mal so 3 bis. Das Ganze nochmal in der 3D-Übersicht. Da sehen wir, dass die. Das ist ja jetzt auch die zweite und letzte. Maria aktuell Platz. Achso. Und ja. Wir denken da immer wieder an die zu geschmiert zu sein. Sitzen ganz ja, vorne, das ist so der Punkt, wo man sagen. So weit sind sie nicht auseinander. Was ist denn so das richtige? Tobi, da könntest du niemanden mehr an Bord nehmen. Ne? Ich könnte alleine. Doch, wir haben alle Nachmittag einmal im Jahr machen wir Erwachsenenrennen, also nur einen Mann, einen Erwachsener an Bord. Und das ist dann die Single-WM, ist von Frank Schönfeld und ähnlichen Leuten erfunden worden. Und da kann natürlich auch jeder mit Single, der einzige Bedingung, verheiratet und mindestens ein Kind. Kriegen wir das hin? Weder das eine noch das gut, andere. Okay. Ich bleib mal beim Segeln. So, jetzt kommen wir hier wieder zur Lehtonne, da fahren sie jetzt durch. Genau, es geht in Richtung Ziel für Nick und Oke. Fahren hier aktuell dem ersten Sieg in der ersten Wettfahrt entgegen in der Teenie-Klasse der internationalen deutschen Jugendmeisterschaft. Da kommt auch schon das Start- und Zielschiff ins Bild. Also in diesem Moment können wir Nick und Oke Nommensen aus Plön zum Sieg in der ersten Wettfahrt gratulieren. Glückwunsch, Jungs. Ja, toll gemacht. Schöner Start. Und direkt dahinter. Auf Platz 2 Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer. Also war knapp am Ende, sehen Sie ja selbst, der Rückstand von den beiden nicht allzu groß. Also für die beiden Rang 2. Und wir schauen mal, ob Julia und Maria mit dem orangefarbenen Spinnaker und unserer Onboard-Kamera sich hier auch diesen dritten Platz, den sie sich oben an der Lufttonne erkämpft haben, auch ins Ziel bringen. So sieht's aus. Also Rang 3. Für Maria Ahlt und Julia Barth, die hier jetzt von oben gesehen die Ziellinie als dritte Crew überqueren. Ja, das sind wirklich nochmal tolle Bilder von oben. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist doch sogar ein Nachteil, wenn man da oben jetzt Gewicht durch die Gegend fährt und trotzdem so weit vorne. Oder? Ja, also ich würde das nicht da gern durch die Gegend schleppen. Das war ein ganz kleines Ding.
Ja. Also groß die Kamera. Ich habe, ich habe sie einmal gesehen gestern. Die ist schon mal gerade so groß wie eine GoPro. Also jetzt können jetzt die Zuschauer nicht so sehen, wie groß sie ist, aber so eine GoPro-Größe ungefähr, sagst du. Tim, Arne, Kohlschmidt, Justus Kaminski, während ihr euch über Kameragrößen unterhaltet, sind da gerade ins Ziel gefahren. Auf Platz 4, schätze ich mal, wenn ich da nicht gerade jemanden verpasst habe. Oder 5, das konnte ich nicht genau sagen. Gucken wir nachher nochmal auf die SAP Sailing Analytics. Da auf jeden Fall trotz kaputter Schulter hat Tim Arne auf die Zähne gebissen und hier sogar noch ein sehr gutes Ergebnis am Ende eingefahren. 724, das sind Charlotte Schnabel und Muriel Hecht, die in dieser Sekunde die Ziellinie überqueren. Mehr als 30 Teenie-Boote sind da hier am Start und jetzt kommen so nach und nach alle ins Feld. Doch schon ein bisschen auseinandergezogen, ja. Die Konkurrenz, also das hattest du ja schon gesagt, es gibt einige Favoriten, die es auch schon bewiesen haben im Laufe des Jahres. Andere sind vielleicht noch nicht so weit wie die anderen. Ja, ja, genau. Ja, und wir haben ja auch gesehen, die Entscheidung, auf die eine oder andere Seite zu fahren, ist hier halt eben doch sehr, sehr wichtig, dass man da überlegt, wie weit man fährt. Und da, dann, oh, das ist ja klasse wieder, jetzt oder? Jetzt kommt ein ganzer Pulk. Ist das ein Pulk? Jetzt ist aber der Wettkampf-Wettfahrtleiter gefordert. Ja, und sein Team, ja. Das sind dann plötzlich mal 5, 6 Stück auf einmal. Ist auch gut, dass er da die SAP Sailing Analytics vielleicht dazu Unterstützung hat. Aber das, gut, da zählt er wahrscheinlich jetzt ganz genau mit seinem Team zusammen. Da liegt ja auch noch ein zweites Motorboot auf der anderen Seite des Ziels, damit die gemeinsam das hier abzählen können. Ja. Also ich mir würde es vielleicht sogar passieren, dass ich sage, rot-gelber Spinnaker vor blau-grünem Spinnaker. Ja klar, das genau darauf willst du hinauslaufen, weil du hast ja gar keine andere Chance. Und dann, wenn du dann das Richtige machst, dann sagst du noch einen frei, dann kommt der, dann habe ich den erkannt, den eben frei erkannt, hat die und die Nummer und so. Ich habe das eine Zeit lang mal in Kiel gemacht, bei Klaus Krugmann, habe ich Zielschiff gesetzt in der Rikita-Woche und da hatten wir genau diese Probleme auch. Die Länge der Wettfahrt jetzt so in etwa vergleichbar wie bei der Segel-Bundesliga? Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt gesegelt 21 Minuten und 30 Sekunden für das erste Schiff. Seid ihr da sonst länger unterwegs, Jens? 30 Minuten. 30. Also offiziell sollen wir hier 45 fahren, aber allgemein fahren wir eigentlich um die 40 herum. Das ist also okay, also das war eher ein kurzes Rennen. Ja. Gut, kann man natürlich auch machen. Jetzt haben wir ein bisschen schon gewartet, dann ist es vielleicht auch verständlich, dass man sagt, komm, bringen wir erstmal eine Wettfahrt rein. Ja, ich weiß nicht, er hatte wohl von vornherein die Weisung, hier jetzt die Wettfahrten auf 20 Minuten zu reduzieren, weil ihr noch ein bisschen was anderes zu tun habt. Ja, das ist noch ein ganz anderer Punkt. Ja, genau. Insofern, ja. Jetzt kommen auf jeden Fall erstmal die anderen Boote ins Bild, aber die Führenden sind hier schon zum Interview bereit. Tim Kruse, unser Außenreporter, ist da schon längsseits gegangen bei Nick und Oke, nehme ich mal an. Also Glückwunsch an die beiden Jungs, fängt ja gut an. Tag. Ich das erste Rennen gleich gewonnen, Tim. Genau, das fängt ganz hervorragend an, Jungs. Ihr seid ja fast Heimatrevier, also als Plöner. Wie gut kennt ihr euch hier aus? Ja, schon. Also wir hatten hier auch Landesmeisterschaft letztes Jahr schon. Bin auch Landesmeister geworden, aber da hat er gesteuert und ja, eigentlich schon. Und Welle und so, das liegt uns eigentlich auch schon, und weil wir auch relativ schwer sind und so. Also ihr tauscht durch, ne? Ihr habt da nicht eine klare Rangordnung, so wie es sein soll. Ja, also wir tauschen halt bei Regatten zum Beispiel sowas auf der Schlei und so, dann hab halt ich gesteuert und ja. Stellt sich jemand heraus, wer besser ist, oder sagt jemand, nee, wenn einer besser ist, muss der andere halt mehr steuern zum Beispiel? Nee, also ich glaube, wir sind beide Opti gesegelt und wir sind, glaube ich, schon beide auch gleich gut und haben halt immer dieselben Vorhand oder hinter uns. Also ich habe ja auch Brüder und ich weiß, dass wir uns oft in die Haare gekriegt haben und schrecklich gefetzt haben und geprügelt haben auch. Ist das bei euch auch so? Manchmal. Also, wir prügeln jetzt nicht an Bord, aber schon schlimm streiten, ne? Wenn wir ganz weit hinten sind und aber nicht oft. Wie siehst du das? Ja, also auf dem Boot geht's eigentlich. Wenn wir dann an Land sind, schon, glaube ich, ab und zu mal, aber auf dem Boot verstehen wir es eigentlich relativ gut. Und da wir halt auch Brüder sind, geht das eigentlich so. Wer ist denn der Gemeinere von euch? Ja. Stimmt das? Nein. Was habt ihr für Ambitionen hier? Wollt ihr schon den Titel holen so? Ja, ne? Wir sind letztes Jahr U14 Meister geworden und schon, also wir wollen schon möglichst weit vorne mitsegeln. Und also wir können vorne mitsegeln und wir haben jetzt auch neue Segel und schon eigentlich vorne ist schon so das letzte Ziel. Habt ihr große Träume? So später mal, also ich spinne mal rum, so Olympia oder sowas. Ist das ein Traum oder sagt ihr Quatsch, ey, wir sind viel zu jung für sowas, um sowas zu träumen? Weil ich weiß, also ich habe immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Hat halt nicht geklappt, jetzt bin ich Reporter geworden, ist auch nicht so schlecht. Aber wie ist es mit euch? Also wir wollen wahrscheinlich nach dem Teenie für 20er und für 70er dann segeln. Und dann wollen wir schon Olympiade und dann schon Ziel.
Ja. Schon das Ziel, ne? Ja. Ja, finde ich super, Jungs. Finde ich ganz toll. Wir wünschen euch viel Erfolg. Segelt durch und dann holt ein paar Siege rein, noch weitere, ne? Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Super gesegelt. Danke, Jungs. Viel Spaß. Tschüss. Ja, vielen Dank, Tim. Super gesegelt von Nico und Oke und ein Interview auch schon wie die ganz alten Hasen gegeben. Und man hat auch von den beiden gehört, die beherzigen also tatsächlich die Philosophie, dass auch durchgewechselt wird, Steuermann und Vorschotter sich abwechseln und das auch mit durchaus mit Erfolg, weil das hat bei denen schon gut geklappt. Stimmt, das ist haben wir aber öfter. Also das ist das Schöne, dass man wirklich der Tausch relativ reibungslos zugeht zum Teil und dann das auch durchaus erfolgreich ist. Und das habt ihr euch tatsächlich so richtig auf die Fahne geschrieben, diese Philosophie des Wechselns? Es ist die Idee des Konstrukteurs. Er hat das damals so angefangen. Er hat gesagt, ich möchte das eigentlich gerne so haben. Und da wir als offizielle DSV-Jüngsten Zweihandklasse gelten, haben wir uns immer gerne an das gehalten, was Günther Ahlers damals vor 30 Jahren sich überlegt hat. So, hier haben wir die Top 10 in dieser ersten Wettfahrt der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft in der Teenie-Klasse. Hatten wir ihn ja die Top 3 schon genannt. Und ich habe mal eine Frage. Wenn ich jetzt so in die SAP Sailing Analytics reinschaue, dann sehe ich vor allen Dingen auf Platz 7 und Platz 8, also Schnabelhecht und Staucharzt. Die beiden Teams waren an der ersten Lufthonne nur 13., 14. und haben sich dann sukzessive durchs Feld gefahren. Würdest du sagen, dass die gehören sowieso zu den stärkeren die Teams? Die sind auch immer unter den ersten 10, ja. Sind immer unter den ersten 10? Also es gibt so einen bestimmten Pulk. Ich sag mal wirklich die ersten 10. Es sind jetzt im Moment nicht alle drin. Also ich müsste jetzt mal gerade durchgucken, wer das dann alles sein könnte. Aber im Prinzip gehören die mit dazu. Ah, okay, guck mal. Das kann man auch schön in den Analytics halt sehen. Die fahren sich dann Stück für Stück durchs Feld und holen dann auf, auch wenn sie mal nicht so einen guten Start haben, um dann am Ende wieder zumindest dabei zu sein. Ja. Genau. Und ich korrigiere nochmal meine Einschätzung von vorhin. Tim Arne Kohlschmidt und Justus Kaminski sind am Ende auf Rang 6 gelandet. Ich hatte sie da vorhin auf 5 gezählt, aber wegen der Kameraperspektive habe ich die 5 platzierten Meier von Kramer da nicht mehr gesehen. Tobi, auch hier haben wir natürlich eine Analyse des Rennens vorbereitet. Was sieht der Experte anhand der Daten? Ja, ich würde sagen, wir haben relativ ähnliche Aussicht auf die Manöver. Mit Unterschied Schmidt-Kretschmer. 22 Manöver gegenüber 14 und 12. Das waren die Teams um sie herum. Also die waren unglaublich aktiv. Ich habe ja die Rennen verfolgt. Auf der Kreuz war das nicht so. Die haben nicht deutlich mehr Wenden gemacht, sondern sie waren bestimmt auf Vorwind. Wirklich mit den Halsen besonders stark dabei. Und das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Booten, die wir schon gesehen haben. Mit dem Spinnaker kostet das Halsen quasi nichts oder man verliert man nur sehr, sehr wenig, wenn man ein gutes Manöver fährt. Und das ist ja ganz attraktiv, dass man hier wirklich viel Dynamik hat. Aber was ich interessant finde als Segelaie, 22 Manöver, wenn wir mal die ersten beiden vergleichen, ne? 14 Manöver Nommensen, 22 Schmidt und Kretschmer. Und wenn wir auf die gesegelte Distanz schauen, haben die beiden 9 Meter weniger gesegelt, obwohl sie 8 Manöver mehr gesegelt sind. Wie hängt das zusammen, Tobi? Ja, das ist, wie gesagt, auf dem Vorwind so, dass die Winkel sich nur minimal ändern, wenn man mit dem Gennaker halst, mit dem Spinnaker halst, meine ich. Und deswegen kann man auch eine geringere Distanz segeln, obwohl man viele Manöver macht. Gut. So, jetzt haben wir hier Startverschiebung. Ja, dieser rot-weiße Wimpel, den wir ungerne oder nicht so gerne sehen an Bord des Startschiffes, das heißt Startverschiebung ist ausgerufen worden. Woran könnte das liegen, Jens? Naja, wahrscheinlich ein Winddreher. Größere Winddreher, als er verkraften kann mit den Tonnen. Er muss die Tonnen verholen. Das würde ich sagen, ist die erste Möglichkeit, die wir haben. Ja, da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass das so ist. Das ist ja, ich habe mit dem Wettfahrtleiter von gestern auch gesprochen, Vorteil bei der Segel-Bundesliga, dass du da 3 Lufttonnen hast und sogar während des Rennens die Entscheidung treffen kannst, wir fahren jetzt zur anderen Lufttonne. Hier ist natürlich, sind 2 Lufttonnen ausgerichtet, also die eine Lufttonne und die Verholertonne und deshalb muss die bei einem Winddreher dann erstmal in aller Ruhe verlegt werden und das dauert natürlich immer. Ja, ja. Eine Erfindung, die wir aus Hamburg mitgebracht haben. Ja. Ja, nur das ist schwierig zu übertragen auf andere Bootsklassen, weil ich brauche bei so einem großen Feld schon so eine Ablauftonne. Mhm. Und dann müsste ich ja sozusagen 6 Tonnen Luf auslegen. Das können wir auch machen, aber dann haben wir so ein halbes Fischernetz da oben. Ja. Also dann irgendwann ist auch mal gut. Und klar. Musst du denen erklären, dass welche Tonnen denn gerade aktiv sind. Ist das denn gelaufen? Ja, oder ja das genau. Das macht keinen Sinn, nein. Hier aber ein tolles Live-Bild von unserer Drohne. Super, wie hoch die da fliegen kann. Und uns diese schönes Bild von der Lübecker Bucht, dort hinten die Nordermole. Da sitzen wir auch in unserem Studio, da links neben dem großen Hotel. Also das Wetter hält auch noch
halbwegs mit besser als die Vorhersage gewesen ist. Also da drücken wir die Daumen, dass wir auch die zweite Wettfahrt der Teenie-Boote da noch halbwegs ohne großen Regen über die Bühne bringen. Und wir gucken jetzt noch mal kurz die Onboard-Kamera bei Maria und Julia an. Und zwar schauen wir auch mal, wie das Ganze angebracht worden ist. Dort oben also von unseren Kollegen mit dem blauen Schlauchboot. Kamera oben am Mast befestigt. Bei Julia und Maria sitzt alles. Jetzt die Mädels die gucken, glaube ich, auch nochmal nach oben. Und genau, Gruppenbild mit zwei jungen Damen. Ja. Also toll, dass wir da die Möglichkeit hatten, die Kamera anzubringen, die uns auch gerade während des Rennens so tolle Bilder geliefert hat. Ja, immer noch der AP-Wimpel gezogen. Dort vorne sehen wir den Wettfahrtleiter, der den Wind auch misst, guckt, was wir machen müssen, was können wir machen. Naja, wir werden mal schauen, wie lange der Wimpel noch nach oben geht oder vielmehr noch oben schwingt. Aha, wir hören gerade aus der Regie Bahnverlegung. Das bedeutet was, Jens? Entweder ist die Bahn so, dass er sie in seinem Kurs, wo er jetzt die Bahn machen darf, nicht reinpasst, wenn er sie verändert. Das heißt, dass Tonnen aus dem Bereich rausgehen und vielleicht in andere Bahnen reingehen. Dann muss er das Starschiff mit verholen. Oder aber er verholt einfach nur die Tonnen. Okay. Da, so wie Sven sieht, aussieht, werden die, zumindest die Tonnen erstmal aufgenommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß sein Areal ist, wie weit er da Gefahr läuft. Hier, in, ich glaube, hier ist Hotel auf der linken Seite und rechts kommt dann irgendwann Golf, die ist aber weit weg. 60 Grad. 60 Grad ist dann schon, ja, das ist schon ziemlich andere Richtung. Ja, also das haben wir auch in den Sailing Analytics, können wir das gut nachverfolgen, dass er mit jetzt deutlich gedreht hat. Starke Rechtsdrehung mit der Zunahme jetzt hier. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mit der aufkommenden Bewölkung leicht einhergeht. Mhm. Das wird ein bisschen dauern. Wie geht es denn jetzt weiter für uns? Also für uns geht es jetzt so weiter, wenn du mich da so direkt fragst, da das ja auch wirklich ein bisschen dauern wird, da kennen wir ja gar nichts. Dann machen wir eine kurze Pause hier im SAP Sail Cube. Und melden uns dann aber sowas von sofort wieder, wenn es weitergeht. Das ist vielleicht das Einfachste, bevor wir uns hier vor allen Dingen auch im Kopf und Kragen reden. Wir sehen hier aber, wie gesagt, schöne Aufnahmen aus der Drohnenperspektive, dass die Tonnen noch verlegt werden. Wie gesagt, Bahnverlegung. Wir gucken mal dann, wie lange das dauert. Und sobald die Bahn wieder ausgerichtet ist und die Teenie-Boote bereit sind zu starten, melden wir uns wieder hier live aus unserem SAP Sailcube mit der zweiten Wettfahrt dann. Teenie-Klasse, internationale deutsche Jugendmeisterschaft. Und bis dahin werden Tobi, Jens und ich noch mal ein bisschen fachsimpeln. Werden wir dann nachher erzählen. Bis dann. Sehr schön.
Hier ist die Travemünderwoche 2017. Hier ist euer Segelhighlight aus der Lübecker Bucht. Hier ist euer Volksfest und hier ist euer Livestream. Direkt aus dem SAP SailCube. Segeln zum Anfang. 20. Travemünder Woche. Es steht auf dem Programm die zweite Wettfahrt der Teenie-Klasse, internationale deutsche Jugendmeisterschaften hier im Rahmen der Travemünder Woche. Tobi Schadewald, Jens Halbrock und ich begrüßen Sie zurück hier live aus unserem SAP SailCube. Jens Halbrock, der erste Vorsitzende der Klassenvereinigung der Teenies. Und wir haben gerade schon eine tolle erste Wettfahrt gesehen mit dem Sieg von Nick und Oke Nommensen. Was haben die beiden jetzt eigentlich besser gemacht als der Rest der Konkurrenz? Das ist jetzt die Frage, die, glaube ich, Tobi besser entscheiden kann als ich. Er ist der Segler. Ja, also die Linie war rechts bevorteilt. Die Jungs sind direkt am Startschiff losgefahren, hatten da aber trotz des großen Gefuhlings die Übersicht, um mit guter Geschwindigkeit über die Linie zu kommen. Danach sind sie ganz konsequent auf die linke Seite rausgefahren, zusammen mit der Spitzengruppe. Und der kleine Startvorteil, den haben sie gesetzt. Und ich glaube, dass obwohl der Wind jetzt aus einer anderen Richtung kommt, wir eine ähnliche Situation haben, denn die ganzen Boote orientieren sich wieder auf der rechten Seite der Startlinie. Ja, sehen wir hier deutlich, hinterm Start- und Zielschiff sind dort am Start. Hier sehen wir wieder die tolle Onboard-Kamera bei Maria Alt und Julia Barz, die gerade eben Dritte geworden sind. Noch 6 Sekunden bis zum Start der zweiten Wettfahrt. Und die sind ganz rechts auch an der Startlinie orientiert. Und da toller Start, das hat wieder gut geklappt. Wenn da zu spät ist, dann hat man doch einen erheblichen Nachteil. Aber man sieht, die Wellen sind ein bisschen höher gemacht. Anfahren würde immer die Welle hoch, immer wörtlich gesprochen, einen kleinen Gang, damit man immer wieder beschleunigen kann. Und wer da jetzt zu hoch fährt gegen die Wellen, zu steil, der bleibt schnell stehen. Hier nochmal die Wiederholung des Startes aus der 3D-Perspektive. Julia, genau. Und Maria dort oben. Ja, die haben das super gemacht, die Mädels, und haben sich jetzt hier erstmal ganz vorne wieder positioniert. Ja, und Schmidt ist auch schon wieder vorne bei. Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer, ja eben Zweite in der ersten Wettfahrt, sind auch wieder vorne mit dabei. Und auch Julia Barz und Maria Alt, die dort über die rechte Seite jetzt kommen. Hier unten, das ist die andere Seite des Kurses. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann jetzt nach am Ende dieser Startkreuz darstellt. Ja, insgesamt liegt die Tonne jetzt deutlich weiter rechts. Das heißt, relativ bald müssten die Boote in Lee wenden. Da sehen wir schon die erste Wende. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bald die nächsten Boote hinterher wenden werden. 707 ganz rechts hier im Bild. Das sind Till Ladwig und Tobias Taschenberger, die wir hier am rechten Bildrand sehen, die jetzt noch nicht gewendet haben. Im Gegensatz zu einigen anderen, die wir dort links im Bild sehen, die haben die Wende gesetzt. Und bei Till und Tobias ist die Wende jetzt auch gekommen. Ja, wir sehen links die 615, das ist Matthias Farsch und Philipp Klasse, das ist das älteste, die älteste Teenie, die hier fährt. Ah, okay. Wie alt ist die denn dann? Also konstruiert hat Günther Ahlers sie vor 30 Jahren. Mhm. Und so alt könnte die fast sein? Nein, so alt sind die nicht. Nein, das sind alles mittlerweile Ziegelmeier-Schiffe. Früher sind die von Dehler gebaut worden. Ja. Und die Ziegelmeier fangen mit der Nummer 601 an. Das heißt, das ist jetzt ja, das 14. Boot. Ich würde mal sagen, es ist dann doch schon... Ja, 10 Jahre alt. Also das heißt, die Haltbarkeit dieser Schiffe ist doch enorm, ja? Sehr zum Ärger des Erbauers. Also, Basti hat gute Schiffe gebaut und ärgert sich jetzt drüber. Kann ich verstehen. Er würde natürlich gerne mehr verkaufen. Hier mit der 692, das sind Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer, eben auf Rang 2 in der ersten Wettfahrt. Hier jetzt groß im Bild. Gute Position. Die beiden Jungs. Gute Position. Warum eine gute Position? Ja, sie sind kontrollieren das Feld von links. Können auf alles reagieren, was sie vorhin machen, die also sozusagen neben ihnen sind. Und insofern würde ich mal sagen, da von auf der rechten Seite keiner kommt, auf Backbordschlag, wie es jetzt heißt. Von Backbord haben sie natürlich alle Möglichkeiten jetzt an der Tonne das so gestalten, wie sie es möchten. Wenn wir die beiden hier gerade sehen von oben, Stefan und Moritz, Stefan rechts, Moritz links, die Position im Boot, ist das so, wie man sich das wünscht?
Im Prinzip ja. Wir haben da, wo der Stefan sitzt, da ist ja die Curry-Klemme, mit der eigentlich normalerweise die Großschot festgehalten wird. Diese Klemme ist aber völlig überflüssig. Das heißt grundsätzlich immer, wenn der Steuermann diese Klemme nicht unter Popo? Genau, spürt, sitzt er falsch. Mhm. Okay. Dahinter mit der 684 Charlotte und Amelie Müldner. Jetzt ein bisschen verdeckt von den beiden Jungs hier vorne von Stefan und Moritz. Mhm. 714, da vorne sind unsere Mädels wieder. Ja, Sophie Stauch und Johanna Arzt sind dort oben, ne? Mit der 714. Ja. Ich finde es auch interessant, dadurch, dass das Boot ja so ein Knickspant ist. Halb und halb. Im vorderen Teil ist es Rundspanter, im hinteren Teil ein Knickspanter. Dann ist ja auch so die Frage, fahre ich jetzt bei dem Wetter ganz aufrecht oder fahre ich schon mit ein bisschen Lage? Nee, ich würde da immer auf Lage des hinteren Knicks fahren. Ja, ne? So sieht das auch aus. Also eine ganz besondere Konstellation. Leichte Schräglage. Das ist ganz, es gibt ja sehr, sehr wenig Boote, die noch so geschnitten sind. Ja. Na, jetzt glaube ich, kontrolliert Stefan aber ziemlich das, Herr Schmidt. Ja. Ziemlich das. Stefan und Moritz, die über die linke Seite kommen. Ja. Der ist jetzt gerade in diesem Moment, ne, scheint da ordentlich Wind bekommen zu haben, setzt sich doch jetzt mehr als deutlich ab von dem Rest der Konkurrenz. Ja, sie haben hier 3,8, 3,9 Knoten in den letzten Minuten an Bootsgeschwindigkeit, Fahrt über Grund, das ist natürlich enorm. Kein anderes Team hat so eine hohe Geschwindigkeit und daher diese deutliche Führung jetzt vor allen anderen, das sind 15, 16 Sekunden und dominant. Ich habe jetzt auch vorhin gesehen, dass die beiden, nämlich Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer, da ganz bewusst auf die linke Seite weit rausgefahren sind, im Gegensatz zur Konkurrenz. Dann haben die da wohl offenbar was entdeckt, was den anderen entgangen ist? Offensichtlich, ja. Ja, jetzt sind wir wieder bei den beiden Damen. Bei Maria und Julia. Maria Alt und Julia Bartz, die eben noch ganz gut dabei waren im Ranking, aber auch halt über die rechte Seite gefahren sind. Man kann aber gut beobachten, wie die Vorschotterin links und rechts alles beobachtet. Was passiert da? Wo sind die anderen? Und gibt es an ihre Steuerfrau weiter? So, jetzt fliegen wir nach vorne an Sophie Strauch und Johanna Arzt vorbei mit der 714. Sind hier jetzt bei der ersten Lufton-Rundung. Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer sind wahrscheinlich schon... Nee, das sind sie nicht. Das ist 684. Ich meine nämlich auch, dass die wahrscheinlich die schon weg durch. Sind. Die sind schon durch, ja. Also das sind schon die Müldner-Töchter, genau. Hatte ich beinahe gesagt. Die Müldner-Schwestern. Stefan und Moritz sind da schon, genau. Befinden sich schon auf der Vorrennstrecke. Hier rechts, 714, das sind Sophie Stauch und Johanna Arzt. Die erste Verfolger-Crew sind von Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer. So, jetzt geht der Spindecker nach oben. 5,2 Quadratmeter Segelfläche jetzt. Da ist unser Oranger wieder. Genau, Maria Alt und Julia Bartz, der orangefarbene Spinnaker, das Boot der beiden Mädels, auf dem wir die Onboard-Kamera befestigt haben. Und wenn man jetzt so die Spinnaker sieht, da hattest du vorhin gesagt, Jens, da hätten einige gerne ein bisschen mehr Segelfläche. Habe ich jetzt auch gerade gedacht, könnte fast sogar ein bisschen größer sein. Das Problem ist nur leider, er ist halt da oben ganz dicht fest am Mast. Wir müssten den Holepunkt verholen. Und damit müssen wir uns in den Mast eingreifen und das macht die Struktur nicht so richtig gut. Deswegen wäre ein größerer Spinnaker, haben wir mal probiert. Mhm. Und das hat sich nicht bewährt, weil der einfach nicht sauber stand. Weil es einfach an dem Punkt ganz blöde zu befestigen war. Also wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Spinnaker größer machen will, müsste ich ihn weiter oben am Mast anbringen. Ja. Und dafür bräuchte ich aber einen anderen Mast. Oder eine andere Rolle aber da oben, ja genau. Wenn also ich die Rolle einfach weiter nach oben mache, dann knickt er mir vielleicht ab. Wenn ich Pech habe, habe ich dann, ja gut, ich habe aber, na gut, der Mast ist eh relativ stabil, der wird das wahrscheinlich abkönnen. Aber das ist natürlich wieder eine technische Änderung, die erste technische Ausschuss des DSV erlauben müsste. Ganz kurzer Hinweis noch zum Rennen, Jungs. Nick und Oke Mommensen, da sind wir gerade drüber geflogen, die beiden, die gerade gewonnen haben. Die hängen jetzt also ganz schön zurück, kommen jetzt in dieser Wettfahrt nicht so gut zurecht, wenn die Kamera da mitten durchs Feld flügt. Sehr schöne Bilder, die wir da bekommen. Und da ganz vorne, da haben wir gerade Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer erahnen können. Die sind also wirklich schon weg. Ja, der Wind hat deutlich nach links gedreht. Ja. Das heißt, es ist auch eine relative Einbahnstraße hier vor und runter. Und wie du gerade meintest, ja, die Gewinner des Vorrennens sind aktuell nur auf Rang 13. Mal gucken, wie weit sie sich dann auch nach vorne schieben können. So, da haben wir es nämlich im Bild, diesen riesen Vorsprung, den sich Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer da schon erarbeitet haben. Jens, du hattest es vorhin schon gesagt, die sind auch im bisherigen Verlauf der Saison schon gut gesegelt? Ja, die sind schon gut gesegelt, die haben auch schon einige Wettbewerbsregatten gewonnen und zählen bei mir absolut zu den Favoriten, ja.
Ja, und man sieht hier mehr als 70 Meter aktuell der Vorsprung jetzt nach Hälfte des Rennens. Es geht jetzt für die beiden als Erste durchs Leegate. Schauen wir mal, für welche Seite sie sich entscheiden. Für die obere Tonne, also für die rechte Kursseite. Dann, sie haben ja vorhin sich den großen Vorsprung auf der linken Kursseite ersegelt und wollen mal gucken, ob sie das Ganze jetzt ähnlich machen oder ob sie jetzt erstmal auf der rechten Seite bleiben. Aber der Vorsprung hier sehr schön zu sehen aus der Drohnenperspektive, doch schon sehr groß. Da kommen die ersten Verfolger mit der 684 ins Bild. Gernacker, Spinnacker, sehr, sehr viel runtergenommen aus meiner Sicht. Charlotte und ihre Amelie, ihre Schwester Müldner, die da rumfragen genau. Jetzt. 714 ist Sophie Stauch, Stauch und Johanna Arzt. Genau. Auf Rang 3. Entscheiden sich alle für die gleiche Lehtonne. Was passiert da? Links am Bildrand. Haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Das jetzt nochmal von oben. Hier eine tolle Perspektive. Maria Alt und Julia Barz. Dort Position 5, 6, würde ich mal sagen, für die beiden. Mir wird ein bisschen schwindelig, wenn ich das sehe. Ja? Na ja. Na gut, okay. Aber das ist schon toll. Aber es ist halt eine ganz andere Art zu gucken. Ja, genau. Ja. Aber die meisten... Und jetzt teilen sich doch ein bisschen auf. Ja. Der eine oder andere riskiert es, auf die andere Seite zu fahren und nicht einfach Standepede hinter den führenden Boot daher. Hier in der Bildmitte jetzt mit dem gestreiften lila-blaufarbenen Spinnacker, das sind Nick und Oke Nommensen, die da so festhängen jetzt in der Mitte. Für, wie gesagt, die gerade noch gewonnen, die haben auch Ansprüche nach vorne, die hängen jetzt nach wie vor ein bisschen zurück und es wird nochmal richtig eng da jetzt am Leegate. Guck mal. Ja, sind sogar zurückgefallen. Jetzt nur noch auf Rang 16. An der Lufthorn noch auf Rang 13. Also das ist nicht die Aufholjagd. Die hier im Vordergrund haben wir sie. Ja. 718, das sind Nick und Oke. Schwache Lehtonnenrundung. Außen, kein Wegerecht. Nein. Das war gar nicht gut. Jetzt haben sie ein bisschen Glück, dass das Boot in Luft die Fock nicht dicht bekommt. Hier hat noch ein Boot die Lehtonne berührt. Bin gespannt, ob da jemand reagiert. Da ist ja was los auf dem Wasser. Super. Ja, da ist einiges los. Da sind 34 Crews unterwegs. Da wird es dann, obwohl es ein Leegate ist, richtig eng. Zumindest jetzt an der oberen Tonne. Könnte sein, dass es da noch einen kleinen Strafpenalty gegeben hat. Für die eine Crew haben wir jetzt von hier aus nicht gesehen. Aber da ist die Jury eigentlich... Ich weiß nicht, wenn die Jury da vor Ort ist, wenn wir hier den Jury-Dings haben, dann sicherlich. Ansonsten betrauchen es halt im Protest des Seglers, der anderen Segler. Ne? Ja, Segelsport ist ja zu großen Teilen ein Self-Policing-Sport. Das heißt also, die Sportler untereinander regeln die Regelverstöße direkt auf dem Wasser oder dann im Zweifelsfall in der Protestverhandlung an Land. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, weil das Fair Play nochmal so richtig bevorteilt und so nah am normalen Leben ist. Weil da rennt ja, sage ich mal, auch nicht immer gleich der Richter und die Polizei neben einem her. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann klärt man das untereinander. Und so läuft das im Segelsport auch ab. Also wir sind da in der Klasse Gott sei Dank nicht ganz so protestwütig. Was heißt nicht Gott sei Dank, aber es wird wenig protestiert. Wenn dann mal, dann lässt sich vieles eben mit dem jetzt neu aufgenommenen Mediatoren ganz gut lösen. Mediatoren, was ist denn das? Das ist der Anhang T, denn auch hier jetzt gilt. Das heißt, es gibt jetzt neuerdings in der World Sailing Anweisung die Möglichkeit, eine Vorstufe vor den Prozess zu packen. Da kommt also einer dafür, wenn es geht, Ausgebildeter, der an dem weiteren Schiedsgericht nicht beteiligt ist und der versucht im Zweiergespräch, und zwar nur mit den Steuerleuten, ohne Schotten, ohne Zeugen und ohne was mit den beiden zu klären, ist der Protest wirklich nötig. Und wenn die also irgendwie feststellen, dass sie das auch bei den Kids mit dem Eis oder ähnliches lösen kann, bei den Erwachsenen natürlich mit dem Bier, dann kann man viel sparen. Also manchmal sind es Proteste, dass der 30. gegen den 2. protestiert. Mhm. Und dann sagt der 2. gegen den 30. und der sagt, wenn ich hier jetzt eigentlich wirklich der jetzt rausfliegt, dann ist er 31. Und was habe ich davon? Also das ist schon ganz... Ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, eine gute Idee. Wir nutzen das auch gerne, wenn wir können. Alex, wir bräuchten auch manchmal einen Mediator, glaube ich. Nein, das geht ohne. Das machen wir dann, wie gesagt, beim Bier oder beim Eis, je nach Laune gerade. Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer sehen wir hier wieder. Und wir sehen auch, dass sie ihren Vorsprung haben ausbauen können. Da dürfte nicht mehr viel passieren. Wir sehen aber auch, dass es dahinter im Kampf um Platz 2 sehr spannend zugeht. Aktuell dort diverse Crews, die auf... ganz enger Distanz da beieinander segeln. Also da wird es gleich nochmal an der Lufthonne und auch auf der letzten Vorwindstrecke richtig spannend. Stefan und Moritz scheinen mir hier doch schon sehr großen Vorsprung, also einen nicht mehr einzuholenden Vorsprung sich erarbeitet. Sieht so aus, haben. Ja. Das kommt, das Spinnackerbaum ist schon hoch. Wer Problem hier hatte, ist Kirschbaum Engberding.
Was haben die gemacht? Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, in den Sailing Analytics, die sind zurückgefallen von 3 auf 10 und konnten hier auf einem Steuerbordschlag überhaupt keine Höhe laufen. Aber eigentlich sind das doch zuverlässige Segler, oder? Ja. Mit GR 700. Eigentlich ja, aber gut. Da hinten kommen die Müllners-Mädchens. Die Jungs kommen vom Seeburger See. Hast du den schon mal gehört? Nein. Gut. Das ist im Bereich Göttingen. Ja, es ist ein Baggersee eigentlich. Und deswegen muss man schon sagen, alle Achtung, dass sie da Training und Ähnliches genossen haben, der sie so weit nach vorne bringt. Also Stefan und Moritz normalerweise auf dem Baggersee unterwegs und hier zeigen sie wirklich der Konkurrenz das Heck und wo es lang geht, genau. Ja, ich finde schon fast eher den Spinnaker. Das ist so weit weg, da sehe ich gar kein Heck mehr. Auf Rang 2 jetzt hier unten zu sehen, Charlotte und Amelie Mültner. Ne, da trauen wir mal nicht den Daten da oben links, sondern das ist das, was wir gerade mit eigenem Auge gesehen haben, GER 684. Ja, da ist ein Checker ausgefallen von den beiden, deswegen haben wir sie hier gerade nicht drin. Das kann natürlich sein. Das müssen wir so akzeptieren. Aber die Rückstände doch schon gewaltig. Mehr noch als beim ersten Mal. Ja. Hat sich hier doch sehr auseinandergezogen, das Feld. Jetzt für uns hier von hier oben nicht ganz gut zu sehen, wer da jetzt alles kommt, weil wir die Segelnummer nicht erkennen. Ja gut, aber wir können das einmal hier aus den Sailing Analytics rausrechnen. Wir sehen Schnabelhecht, danach dann Langgerlach, Meier von Kramon, Straucharzt, haben verloren, haben verloren deutlich. Und dann Büchele und Körting. Jetzt sind wir wieder bei den beiden an Bord. Das dauert ein bisschen, bis der Spinnacker hochgeht, weil sie in Lee blockiert sind. Ja. Dann geht er hoch. Das ist nicht so gut gegangen als Manöver. Was war da los? Warum ist die Spielschot nicht dicht? Der hat die Schot muss irgendwie geklemmt oder nicht richtig gelegen haben. Normalerweise hat der Schotte die schon in der Hand, wenn der Steuermann den Fall hochzieht. Aber gut. Früher war es so, dass wir so viele bunte Spinnacker haben, dass wir eigentlich an Land die Eltern nur noch fragten, welcher Spinnacker kommt noch. Aha, der wurde die Reihenfolge nach Spinnackern gemacht. Okay. Das ist mittlerweile auch ein bisschen eingeschlafen. Mittlerweile haben sie alle relativ uniformen, sehr schwer zu trennen. Hier links ganz kurz nochmal, das sind Julian und Maria, haben wir gerade von oben gesehen, sind jetzt aus dem Bild. Und wir fliegen jetzt so langsam wieder in Richtung Spitze. 621, die sind vom Rubenhorn gemeldet. Die haben natürlich gestern alle mitgekämpft, ob die Jungs das schon schaffen oder nicht. Also bei unserer Truppe haben wir eine ganze Menge Rubenhorn-Segler. Hannes Hess und Nick Kauschmann waren das gerade. Genau, lieber genau. Und dann es gibt noch einige andere Teams, die von Rubenhorn. Die haben gestern alle mit langen Daumen da gestanden. Ich habe mich schon gewundert, als die gestern dann ihr drittes Rennen in Folge gewonnen haben, warum hier so laut war auf der Rückseite des Cubes. Ja, weil die waren alle hier, haben alle mitgekämpft. Rubenhorn hat ein relativ starkes Team dieses Mal auf allen Events, Und das ist natürlich schon eine tolle Leistung des Clubs, dass sie das also so hinbekommen. So, wir fliegen weiter in Richtung Spitze. Da kommen, wenn ich das richtig sehe, Charlotte und Amelie Mültner ins Bild. Da haben wir schon durch. GR 684 haben wir hier. Und ganz oben, da kommt die Drohne, fast ein bisschen zu spät, gratulieren wir Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer zum Sieg in dieser zweiten Wettfahrt internationale deutsche Jugendmeisterschaft in der Teenie-Klasse. Die haben den Spinnacker schon die machen schon wieder Pause. Also die haben hier wirklich einen souveränen Sieg hingelegt. Klasse. Ja, da kommen natürlich der Trainer angefahren, gratuliert und dann fahren die auch nach Hause. Genau, zwei Wettfahrten sind heute geplant und die zweite Wettfahrt ist gerade zu Ende gegangen. Die sind dann fast schon wieder im Hafen, während die letzten Konkurrenten hier noch über die Ziellinie fahren. Rang 2 jetzt in wenigen Metern dann also für Charlotte und Amelie Mültner, die sich hier auf den letzten Metern in dieser zweiten Wettfahrt befinden. Auch eine tolle Leistung der beiden Damen dort nicht irritieren lassen von der Rangliste dort oben links. Da ist der Tracker ausgefallen bei den beiden Mültner-Schwestern. Also die jetzt also auf Rang 2 und dann gucken wir gleich mal, wer den letzten Platz auf dem Podium sich sichern kann. Also was ich auch noch spannend finde, ist, wir können nochmal nachher drüber sprechen, wie die diesen Sieg am Start errungen haben. Da haben wir was gemacht, was ich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen habe. Da kommen wir nachher nochmal zu. Eine ganz Besonderheit. Also es könnte, ich will ja nicht mutmaßen, aber es könnten Charlotte Schnabel und Muriel Hecht sein. Sieht so aus, ja. Ja, so sieht es aus. Tolles Rennen. Glückwunsch also an die beiden Damen zu Rang 3 in dieser zweiten Wettfahrt. Geht eventuell noch vorbei, oder? Ne, doch nicht. Wer hat das gewonnen von den beiden eben? Gelb oder weiß, also die beiden hinter Schnabel. Hinter Schnabel, Stauch und Arzt vor Langgerlach. Aha. Ganz also gut. Sophie Stauch und Johanna Arzt
auf Rang 4 vor Jasmin Lang und Florentina Gerlach, dann auf Rang 5. Mhm. Sieht so aus. Genau, und jetzt halt die übrigen Konkurrenten der Teenie-Klasse. Jens, wir hatten es gerade gesagt, zwei Rennen, zwei Wettfahrten werden pro Tag gefahren. Wie viel insgesamt? 12. Also seid ihr dann Samstag durch? Wir sind, so Gott will, Samstag durch, wenn nicht was passiert. Ja, so ist es geplant. Wenn was passiert, das heißt, wenn Flaute ist oder so, dann könntet ihr eventuell noch den Sonntag als Ausweichtag nehmen? Oder? Wir brauchen ja 4 Regatten, um eine deutsche Meisterschaft zu realisieren. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt 2 im Kasten und wenn wir dann die nächsten 2 haben, sind wir eigentlich out of order, kann nichts mehr passieren. Die Kinder sind natürlich gekommen, weil sie schön gerne 12 Läufe machen wollen. Und wenn es geht, werden wir die auch hinkriegen irgendwie. Und wenn wir also morgen zum Beispiel keinen zustande kriegen würden, würden wir halt übermorgen einen mehr machen oder 2. Ja. So, und wir gehen raus zu Tim Kruse. Unser Außenreporter ist dort schon wieder mitten Mang. Und ich schätze mal, dass er bei Stefan und Moritz gelandet ist, die hier einen souveränen Sieg gelandet haben, Tim. Stefan muss aber. Ganz genau, Alex. Also erstmal herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ihr seid hervorragend gesegelt. Ihr wolltet jetzt gleich wieder reinsegeln, ne? Das heißt, ihr wärt eigentlich eher im Hafen gewesen als die letzten hier im Ziel. Ihr seid ja total souverän. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Der Start war eigentlich ganz gut und dadurch sind wir halt auch schon am Anfang ziemlich weit vorne gewesen. Die Startkreuz war dann auch noch sehr gut. Wir waren schon mit einigem Abstand dann auch schon an der Luftkonne, weshalb wir dann mit freiem Wind auch den Spiel fahren konnten. Moritz, wie war das Rennen für dich so vorne? Lief das alles einfach komplett glatt, ne? Was hast du vorne so gemacht, damit das so glatt lief? Also du hast ja genau gelesen, wie der Wind stand, wie die Wellen kommen. Ihr seid schön entlang geglitten. Also ihr habt es ja perfekt gemacht. Welche Aufgabe hast du dabei so erfüllt? Ich habe die Fock bedient und den Spiel gefahren. Okay. Und? Und er hat auch das Boot ausgeglichen. Genau, du gleichst nämlich das Boot aus. Das ist das Wichtigste. Und bist du auch manchmal hinten an der Pinne? Tauscht ihr manchmal? Nein. Ihr gehört zu den Teams, die nicht tauschen. Das habt ihr so festgelegt, er ist der Chef und du ordnest dich unter. Ja. Und das ist besser so, weil die meisten Teams tauschen ja auch mal durch, ne? Weil man beides lernen sollte. Naja, hier in Teenies ist es halt so, dass immer mal wieder die Teams tauschen, damit die Jahresrangliste voll wird. Aber ansonsten tauschen wir eigentlich eher weniger. Wenn ihr eure Starts hinlegt, wer entscheidet da, wie ihr das macht? Machst du das alleine? Weil du warst ja super, super aggressiv beim Start. Das machen wir eigentlich gemeinsam, aber gerade eben habe ich das eher ein bisschen entschieden, weil wir sind halt dann nicht mehr reingekommen bei den anderen im Pulk und dann konnten wir auch nicht hinterm Startschiff noch durchfahren, also mussten wir ja irgendwie vorne durchfahren. Und dann war es halt praktisch, dass da diese Lücke war. Rutscht dir da manchmal das Herz in die Hose, wenn er so aggressiv ist? Nein. Okay, Tobi, ich höre, du willst auch noch was fragen. Ja, also ich fand es außergewöhnlich, dass sie so einen sogenannten Drop-In-Start gefahren sind, der ja bei der blauen Peter-Flagge funktioniert. Von oben ins Start reinzufahren, frag ihn mal, wann er das letzte Mal gemacht hat, weil ich habe das seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr gesehen, dass es das gibt. Also Tobi fragt dich, du hast einen sogenannten Drop-In-Start gemacht, also von oben reingefahren. Und er hat das seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, dass das einer gewagt hat. Wann hast du das letzte Mal den gemacht? Oder noch nie? Ich mach den eigentlich... Ziemlich nie. Ziemlich nie. Ich glaube, den habe ich wenn einmal bisher gemacht. Und aber hat ja super geklappt. Willst du es vielleicht mal öfter probieren? Also, wenn es sich halt nicht anders ergibt wie gerade eben, vielleicht, ja. Also ich muss sagen, für euer Alter, Jungs, ihr seid ganz schön abgezockt. Das ist nicht schlecht, ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid tolle Segler. Und dann hoffen wir, dass ihr mal ganz große Segler werdet und vielleicht mal irgendwas Riesiges reißt. Vielen, vielen Dank. Gut. Ja, mach's gut, ciao. Ja, vielen Dank Tim, vielen Dank Stefan und Moritz. Toller Sieg hier in der zweiten Wettfahrt mit großem Vorsprung und ein Geheimnis ihres Erfolges war ein Drop-In-Start, ein sogenannter, den Tobi Schadewald auch schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Und hier können wir nochmal gucken, hier haben wir sie rechts im Bild. Genau, da fahren sie von oben hinter die Linie, da in dem Moment haben sie kein Wegerecht und dann starten sie wunderbar wieder raus. Also wenn da nur ein Boot, sag ich mal, ein bisschen die kommen sieht und den Raum zur Linie dicht macht, dass sie da nicht mehr dahinter kommen, dann ist das Rennen gelaufen, dann sind die quasi disqualifiziert. Aber hey, sie haben es gesehen, dass alle da ein bisschen spät sind und haben dann diesen Start gefahren und danach phänomenale Geschwindigkeit, sieht man da schon, wie sie allen davonziehen. Also Hut ab, die sind, boah, das war stark.
Also um das vielleicht nochmal zu erklären, hier unten ist ja diese grüne Startlinie. Die sind nicht von hinten ganz normal rangefahren, sondern von vorne aus der falschen Richtung über die Startlinie und dann nochmal gewendet. Also ein Hausarenstart, muss man ganz ehrlich sagen. Allerhöchstes Risiko. Du hast halt bei dem Start, bei der Startversion mit Papa, ist es dir erlaubt, auf der Cross-Side zu sein, aber du musst den eigentlichen Start dann irgendwann von hinten nach vorne machen. Das heißt, wenn du drüber bist, wenn du zu lange drüber bist, kommt X-Ray hoch. Und dann gehst du runter, tauchst ein und fährst dann wieder neu los. Und das ist natürlich der Augenblick dann, wo du den Start halt eben dann sauber über die Bühne gerichtet hast. Und das haben sie gemacht. Stefan hat ja gerade gesagt, ganz süß, ziemlich nie würde er diesen Start machen, aber richtig abgezockt, ne? Also da gehört schon einiges zu, so einen Start zu fahren. Also ich finde es total schön, ist jetzt vielleicht dann so, dass er so lösungsorientiert war. Er hat gesehen, bei 15 Sekunden vorm Start, okay, mit einem normalen Ansatz komme ich hier gar nicht mehr zur Linie. Da ist alles voll, da ist Stau. Was mache ich jetzt? Und dann, ich kann mir gut vorstellen, was es gemacht hat, was sich ganz viele Leute überhaupt nicht trauen würden. Er hat gesagt, na gut, dann fahre ich halt andersrum. Vielleicht wird es sich ja ausgehen. Auf die Idee muss man echt erstmal kommen. Also super cool, dass er da einfach so rangeht. Ja, das würde mir auch passieren, aber ungeplant, eher aus Versehen, weil ich nicht genau wüsste, in welche Richtung ich segeln muss. Ja, aber zwei schöne erste Rennen, die wir gesehen haben. Bist du zufrieden als Vorsitzender? Ja, ich bin sehr zufrieden, weil natürlich wir uns ein bisschen präsentieren konnten, dass ich uns die Chance gegeben habe, nehmen wir sehr gerne wahr. Und ich hoffe, das bringt die Klasse ein bisschen nach vorne. Weiß man nicht, klar, muss ich ja sagen. Ja. Ja, aber auch und so von der Qualität der Rennen, also mal unabhängig jetzt von der Übertragung. Ich merke, dass ich im Moment 30 Boote hier habe, die alle relativ dicht beieinander sind. Also es gab schon mal deutsche Meisterschaften, da war das letzte Boot eine halbe Stunde später da. Aha, da mussten wir dann das letzte Boot zeiten auf der Bahn, weil es einfach nicht mehr anders ging. Aber im Prinzip ja. Also ich denke mal, das ist schon, macht schon dieses Mal einen guten Sinn. Es sind gute Teams, die einfach wo die Leistung nicht riesig auseinander ist. Okay, das ist ja auch ganz gut, genau, als wenn man eine halbe Stunde auf das letzte Boot warten muss. Wir gucken nochmal auf die Analyse dieser zweiten Wettfahrt, internationale deutsche Jugendmeisterschaft in der Teenie-Klasse. Und da ist es wieder Zeit für unseren Experten, mal die Daten hier für jeden verständlich rüberzubringen. Also was sehen wir? Distanzmäßig relativ kleine Unterschiede, relativ ähnlich, außer Meier von Kramon mit viel mehr Distanz. Die sind echt einen großen, großen Weg gefahren, trotzdem noch gut angekommen. Mhm. Manöver relativ ähnlich und herausragend. Die Geschwindigkeit von Schmidt Kretschmer, 3,88 Knoten, da kann da keiner mithalten. Das war wirklich ein klasse Sieg von den beiden. Mhm. Ja, das waren also die zwei Wettfahrten in der Teenie-Klasse, die dann morgen die nächsten beiden Wettfahrten aufs Programm bringen. Den Gesamtstand schauen wir uns nochmal an, höre ich gerade. Genau, klar, logisch, sollten wir machen. Zwei gesegelte Wettfahrten und wir sehen, dass Stefan Schmidt und Moritz Kretschmer nach den Plätzen 2 und 1, ist hier auch ein Low-Point-Scoring-System hier mit insgesamt 3 Punkten, also nach 2 Rennen die Führung übernommen haben vor Jasmin Lang und Florentina Gerlach, die hier 2 solide vierte Plätze eingefahren sind und Charlotte Schnabel und Muriel Hecht mit den Plätzen 7 und 2 aktuell auf dem dritten Platz. Das ist also das Podium. Wir schauen nochmal auf Nick und Oke Nommensen, die die erste Wettfahrt gewinnen konnten, in der zweiten den 10. Platz belegt haben. Insgesamt auf 11, also auf Rang 6 liegen, die wollen da sicherlich noch weiter nach vorne. Das hatten wir ja vorhin von den beiden Brüdern gehört. So, das war der Einblick in die Teenie-Klasse. Wir machen eine kurze Pause und melden uns dann nachher noch mit einer Wettfahrt aus der Piraten-Klasse wieder, die jetzt, glaube ich, per Motorboot auf die Medienbahn gezogen werden. Und auf die freuen wir uns natürlich auch. Jens, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bedanke mich. War nett bei euch. Hat uns gut gefallen, die Einblicke zu bekommen. Tobi? Vielen Dank. Wir sehen uns nachher wieder bei den Piraten, machen eine kurze Pause und informieren Sie dann aber auch per Bauchbinde, wann wir uns wieder melden nachher, wenn die Piratenklasse dann zu ihrem Meisterschaftsrennen antreten. Also bis nachher im SAP Sailcube hier im Rahmen der 128. Travemünder Woche.
Hier ist die Travemünderwoche 2017. Hier ist euer Segelhighlight aus der Lübecker Bucht. Hier ist euer Volksfest und hier ist euer Livestream. Direkt aus dem SAP Sailcube. Segeln zum Anfassen. Die 128. Travemünder Woche. Wir sind zurück live aus dem SAP Sailcube hier direkt am Travemünder Strand und zwar mit einer Wettfahrt in der Piratenklasse Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft, der erste Tag. Und unter dem Motto drei Stühle und eine Meinung melden sich Tobi Schadewald, Lukas Brüning und ich hier, wie gesagt, aus dem Sailcube. Lukas, hat hier ein fliegender Wechsel auf dem Expertenstuhl stattgefunden. Du bist Jugendobmann in der Piratenklasse, kommst aus Kiel, bist aber auch gebürtiger Piratensegler und, man höre und staune, 2009 hast du hier sogar in Travemünde die Deutsche Jugendmeisterschaft gleichbedeutend mit der Travemünder Woche im Piraten gewonnen. Das heißt, du kannst uns erzählen, habe ich mir alles gemerkt, du kannst uns erzählen, was das Schöne am Piraten ist. Ja, schönes Boot für Jung und Alt. Ja. Also es ist eine Jugendbootsklasse und aber auch viele Erwachsene segeln die Klasse und die segeln da auch viel zusammen. Und so können die Jugendlichen auch viel von den Älteren lernen und haben auch ein Boot, in dem sie einfach wieder weiter segeln können, nachdem sie mit der Jugend fertig sind und können das dann auch noch bis ins hohe Alter segeln und dann auch gleichzeitig weiter den Kindern dann vermitteln, wenn die dann so 15 Jahre alt sind. Hat aber schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? 1938 entworfen worden, der Pirat. Ich habe gelesen, ein unkompliziertes und robustes Zweimannboot. Richtig, es ist leicht zu segeln und es ist auch leicht zu trainieren da drauf und leicht zu üben. Und im Grenzbereich ist dann zu segeln und dann perfekt zu segeln, das bedarf dann auch wieder viel Arbeit, viel Training und viel Erfahrung, aber es ist trotzdem für die Anfänger sehr stabil, sie kippen nicht sofort um und können auch üben und somit für alle was dabei, die vernünftig segeln wollen, auch in gewissen großen Feldern für die deutschen Verhältnisse. Mhm. Hast du schon mal auf dem Piraten gesessen, Tobi? Ja, interessanterweise sogar relativ häufig. Ach ja? Ich habe ja segeln gelernt auf dem Banther See in Wilhelmshaven. Da geht ein bisschen was zurück. Ich war da der einzige Laser. Aber es gab auch ein anderes Boot, was da regelmäßig seine Kreise gezogen hat. Und das war ein älteres Ehepaar, die einen Piraten hatten. Und in meinem Laser bin ich dann gegen den Piraten gesegelt. Ich hatte nicht ganz eine Chance. Die waren minimal schneller. Und manchmal habe ich dann auch getauscht, mich da drauf gesetzt und konnte von ihren Erfahrungen profitieren. Sehr schön. Also gerne noch mal wieder. Wir freuen uns gleich auf die zweite Wettfahrt. Eine Wettfahrt ist schon über die Bühne gegangen. Gucken wir gleich raus aufs Wasser. Vorher aber noch mal einen Blick, einen 360-Grad-Blick sozusagen, eine Experience hier, die auch SAP liefert. Tim Kruse hat in der Pause jetzt die Zeit genutzt, sich das Ganze mal erklären zu lassen. Die meisten Menschen, die auf die Travemünder Woche kommen, die denken eigentlich immer nur ans Fressen und ans Saufen, wenn wir ehrlich sind. Dabei vergessen die ganz, wie toll Segeln hier ist, wie großartig Segeln ist und was wir beim Segeln alles zeigen können. Wir haben zum Beispiel den SAP Sailing Extreme Stand. Isabel ist dafür zuständig. Erklär uns doch mal, was genau hier passiert. Also wir sehen da schon mal jemanden, die guckt sich um und sieht jetzt das, was wir auf dem Monitor da links sehen. Genau, also wir haben hier so eine VR-Brille, die Oculus Rift. Virtual Reality, genau. Um das für die Zuschauer mal zu sagen. Ja, Virtual Reality Brille. Genau, und da wurde im Oman dieses Jahr mit dem Extreme Sailing Team quasi ein Rennen aufgezeichnet und das können die Zuschauer jetzt in der Brille sehen. Genau. Das ist dann mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen? Genau. Okay, und sie guckt das jetzt und ist praktisch mit an Bord? Genau, sie muss nichts aktiv machen, sondern eher so passiv und schaut halt, wie die Segler da dabei sind, okay, das Rennen zu gewinnen. Wir gehen mal ein Stückchen näher ran, um uns das mal anzugucken. Das ist, wo wird das aufgezeichnet? In Muscat, im Oman. Okay, okay. Und sag du uns doch mal, wie es gerade ist. Also siehst du ja glücklich aus soweit. Ja, auf jeden Fall. Also hier gibt es jede Menge zu sehen. Die Jungs sind hier fleißig am Schaffen und Seile ziehen, damit der Wind richtig aufgefangen werden kann, auf jeden Fall. Das ist ziemlich cool. Und sieht das anstrengend aus? Und regnet das da oder was ist da los? Wir haben hier Sonnenschein, blauer Himmel. Mir werden auch jede Menge Daten hier angezeigt, was die Windgeschwindigkeit angeht. Also gleich fangen sie an zu feulen, glaube ich. Okay, nicht schlecht. Also du bist Expertin, sehen wir schon. Ja, ich habe da schon was gelernt. Isabel, sag uns doch noch, dieser Stand, was genau bringt der? Also bringt ihr dadurch den normalen Zuschauern oder den normalen Kunden der Travemünder Woche SAP näher? Ja genau, also viele Leute wissen ja gar nicht, warum ist SAP hier großer Sponsor. Man hat es ja nur im Büro. Warum sind die jetzt hier bei so einem Segel-Event? Und um das so ein bisschen näher zu bringen, dass SAP ja Daten sammelt, die hinterher ausgewertet werden, deswegen haben wir den Film gemacht, um halt einfach mal das ein bisschen anschaulicher zu machen. Genau. Sehr spannend. Ich gucke mir das gleich auch mal an. Ja, vielen Dank. Danke.
So, jetzt kümmern wir uns um die Piraten, die dort draußen auf ihre zweite Wettfahrt warten, sind schon in der Startvorbereitung. Die insgesamt 29 Starter in der Piratenklasse sind ja zwei Mann immer an Bord oder auch zwei Damen, je nachdem. Wir schauen mal kurz hier auf die Liste. Ein Rennen ist ja schon absolviert worden. Tobias Kall und Nick Huben haben diese erste Wettfahrt in der internationalen deutschen Jugendmeisterschaft gewonnen vor Josh Köster und Jesse Heini und auf Rang 3 Niklas Hellwig und Lena Harder zusammen. Lukas, wer ist für dich, wenn man das so sagen kann, Favorit hier auf den deutschen Meistertitel? Auf dem Papier sind es Tobias Kall und Nick Huben. Die haben die letzten beiden Meisterschaften auch schon gewonnen und sind jetzt hier in ihrem letzten Jahr und somit mit die erfahrensten Segler auch auf dem Wasser. Okay, schauen wir mal, zumindest im ersten Rennen sind sie dieser Favoritenrolle also sozusagen gerecht geworden. Gucken wir mal, wie sich das Ganze gleich auf der zweiten Wettfahrt darstellt. Hier ist der Blick raus auf die Medienbahn. Die Piraten waren ja vorher weiter draußen unterwegs und sind jetzt quasi, glaube ich, mit Motorbooten reingezogen worden. Ja, die wurden jetzt hier reinverholt, damit sie jetzt dieses Rennen nochmal auf die Media Course fahren können. Glaubst du, dass das eine zusätzliche, ist das schön auf der Medienbahn zu sein, auch hier jetzt live im Fernsehen? Glaubst du, dass das für einige ein bisschen schwierig ist, auch was die Konzentration angeht, dass du eine Wettfahrt draußen machst, dann wirst du jetzt verholt und musst jetzt hier nochmal dich wieder konzentrieren? Sicherlich ist es auch ein bisschen Anstrengung, ein bisschen aufregend, wenn man weiß, es ist auf der Medienbahn, man kann sich später angucken, aber das ist ja auch das Schöne, dass man es dann nochmal sieht und Konzentration, naja, es geht jetzt auch 20 Minuten. Und da müssen die beiden auch zurück? Unsere Jungs, was wir sehen haben, und die bereinigen jetzt ihren Frühstart, müssen also einmal hinter die Startlinie zurückfahren und dann den neuen Angriff starten. Da sehen wir das Pin-End, also das ist schon mal eine Hypothek, die sie jetzt mitschleppen. Das ist eine Hypothek, ja. Aber es ist ein schönes Boot, das ihr da ausgewählt habt. Wir haben jedes Jahr die Aktion und haben ein KV-Boot, das dann für ein Jahr zur Verfügung gestellt wird. Und das ist das Klassenvereinigungsboot vom letzten Jahr. Die haben das dann erworben und sind so in die Klasse eingestiegen und haben einen leichten Einstieg mit sehr gutem Material erlebt. Und okay. Üben jetzt natürlich auch noch ein bisschen im Piraten. Ja. Super, ja, tolles Bild hier von oben mit der Drohnenperspektive. Das ist natürlich total klasse. Jetzt haben wir das Replay des Starts und da sehen wir, ja, zwei Boote waren da drüber, die müssen sich bereinigen. Und wer wieder gut dabei ist, sind auf jeden Fall Tobias und Nick, die ja auch das erste Rennen gewinnen konnten mit 4-4-5-3. Wunderbar haben sie auch hier die Führung jetzt möglicherweise schon fast übernommen. Finn Sötebier und Timon Ostertun da auf der rechten Seite des Kurses mit der GR 4285 gerade eben in Führung gewesen. Wir schauen mal, wie sich das Ganze jetzt dann im weiteren Verlauf auf dieser Startkreuz darstellt. Hier mit der 4485 ganz links im Bild, das sind Merle Maas und Vivian Eckelmann. Ja, und ich mit dem jetzt aktuellen KV-Boot, das noch sozusagen. Ah ja, da sind ein paar auf der Bahn. Ja, und die machen eine Sache schon richtig, die verursachen nämlich Abwinde bei den Booten dahinter. Also das finde ich schon mal sehr interessant. Jetzt wenden beide, weil das ist ja auch wichtig bei so einem großen Feld, da entstehen natürlich viele Abwinde und es ist erstmal wichtig, dass man sich da irgendwie frei machen kann. Hier haben wir sie groß im Bild, die beiden, auf dem Last Minute, auf dem aktuellen Klassenvereinigungsboot, genau, Merle Maas und Vivian Eckelmann. Wie der Name da zustande gekommen ist, das kann ich leider auch nicht sagen, aber die werden sich da was bei gedacht haben. ...43, 53 da ganz links, das sind Tobias Kall und wir hatten es ja erwähnt, gewonnen haben jetzt hier mit der Wende. Also ich gehe davon aus. Deshalb, oder kaputt. Okay, dann werden wir also von den Jungs, die wir hier jetzt gerade groß sehen, Tom Louis Schönfeld und Kaspar Biebach, keine SAP-Daten übertragen können, aber wir sehen es ja mit eigenem Auge, dass sie momentan gut dabei sind. Von der Technik her, was würdest du sagen, Lukas, sieht das gut aus, was die beiden da machen? Das sieht gut aus, sie sitzen beide in der Mitte. Vorschotter hängt natürlich ein bisschen mehr als der Steuermann, damit er besser gucken kann und arbeiten sich da so gut durch. Schiff ist schön gerade. Spinnergeil schon halb ausgepackt, das ist vielleicht nicht so gut, da fliegt er schon ein bisschen übers Vordeck. Ja. Auch hier diese Piratenklasse mit Spinnacker unterwegs. Da kommen dann nochmal 10 Quadratmeter Segelfläche dazu auf der Vorwindstrecke zu den 10, die sie jetzt auf der Kreuz auch haben. Die Animation, wie gesagt, von gerade eben Schönfeld und Miebach dazu denken, weil die halt den Tracker nicht dabei haben. Aber Tobias Kall und Nick Huben sind dort auf jeden Fall auch wieder mit von der Partie. Genauso wie Melina Schul und Karen Jansen. Das ist eine reine Damencrew. Das ist ja schon ein bisschen mehr Wind da draußen. Die müssen ganz schön arbeiten, denke ich. Ja, ich glaube, jetzt spannend zu sehen ist auf jeden Fall, jetzt werden wir gleich Boote haben, die auf die Anlegelinie gehen. Hier außen grün eingezeichnet.
Und da geht es dann auch wieder darum, wer hat Wegerecht, wer kann sich hier durchsetzen. Morten Reke und Johanna Hane sehen wir da auf der rechten Seite. Da müsste jetzt auch dann gleich die Wende kommen. Stichwort Anlegelinie. Die fahren doch da eine ganze Ecke. Ja, das ist zu viel. Zu weit, ne? Ja, viel zu weit. Ja. Das war unnötige Distanz, die sie da verschenkt haben. So, jetzt schauen wir mal. Das hier also die Lufttonne rechts, diese kleine rote mit dem Fähnchen, das ist die Verholtonne sozusagen oder Ablauftonne, damit sich das Feld so ein bisschen entzerren kann. Auf jeden Fall diese zweite Wettfahrt an. Vor Tobias Kall und Nick Huben mit der 44,53. Da geht jetzt der Spinnaker nach oben. Müssen aber noch schauen, da sind noch einige Boote auf der Kreuz. Von hier oben, dass ich Melina Schul und Karen Jansen da ausgemacht habe auf Rang 3. Hier wieder an Bord bei Eike Laustus und Matthias Lukosch. Hier noch bei der Wende, die sind also noch auf der Kreuz, da geht dann aber gleich auch der Spinnaker nach oben. Die mussten ja ihren Frühstart bereinigen, haben wir ja vorhin live verfolgen können, das Ganze. Ja, das ist ja auch ein tolles Bild, finde ich, jetzt hier von oben. Da sieht man nochmal, wie gepackt das ist nach der Ablauftonne und wie schwierig es dann auch ist, mit dem Spinnaker hier freien Wind zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt. Wie schwierig ist es überhaupt, freien Wind zu bekommen, je größer das Feld hat verloren hat, ist es schwierig dann abfahren. Das kann schnell passieren. Rüberfahren ist das eine. Wir sehen hier unten 44. 85, Merle Maaßen, Vivian Eckelmann. Ich wollte sagen, rüberfliegen, das tun wir gerade mit unserer Drohne in Richtung Führung. Und da müssen wir immer vorsichtig sein, weil wir ja wissen, dass Tom Louis Schönfeld und Kaspar Miebach den Tracker nicht dabei haben. Das heißt, sie werden hier nicht auf dieser 3D-Grafik angezeigt. Tobias Kall und Nick Huben liegen hier in Führung, die ja auch schon die erste Wettfahrt gewonnen haben. Aber wenn wir da unseren eigenen Augen getraut haben, sind die aktuell nur Zweite und Tom Lewis und Kaspar. Was ganz interessant ist, wie geht es jetzt weiter? Die fahren auf das Gate hier unten zu und da haben sie die Chance, dann auf jeden Fall gleich durch das Gate durchzufahren und dann sich zu entscheiden, ob es auf die linke oder auf die rechte Seite geht. Gate, da können sich die Crews dann, hast du ja gerade gesagt, für eine da auch gut bei der Größe dieses Feldes. Da kann sich das Ganze auch ein bisschen entzerren. Man ist natürlich daran interessiert, sich für die richtige Seite zu entscheiden, also für die Seite, auf der man mehr Wind sich erhofft oder mehr Wind sieht. Hier Tobias Kall und Nick Huben, 44, 35 links im Bild. Jetzt schauen wir mal, ob tatsächlich die, ja, ja, genau, da sind sie, die 4440, Tom Lewis Schönfeld und Kaspar Miebach entscheiden sich jetzt ganz interessant, jeweils für die andere Seite, also Kaspar und Tim für die Tom für die linke Seite und Tobias und Nick für die rechte. Ja, und ich glaube, Tobias und Nick haben das richtig gemacht. Das war der kürzere Weg. Da kommen sie schneller wieder an die Kreuz. Ich glaube, sie haben die Führung jetzt wieder hier übernommen und so bestätigt es sich. Ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt sieht man auch das enger als bei den aufrangtet. Nicht viel machen, da ist sehr wenig Wind. Da unten rechts in der Tonne ist gerade ein bisschen Gewühl. Das ist, glaube ich, alles nicht so optimal, was da abläuft. Nee, hier rechts, ne? Ja. Ganzer Bildrand. Sind auch sehr weit weggetrieben. Sehr weit weggetrieben. Da hat wohl ein Manöver nicht ganz geklappt. Ja. Hier links auch wieder Gedrängel. Achtung, da, oh, da wird das Leegate sogar berührt. Was passiert jetzt, Lukas? Jetzt müssen Halbruck hier, der Teenie-Klassenvorsitzende. Vorweg, aber das Feld kommt schon ganz schön nah beieinander rein. Und kleine Fehler entscheiden und kleine Fehler machen natürlich auch Meter. Und dann ist das am Ende vielleicht 3 Minuten auseinander zwischen dem ersten und dem letzten. Und es zieht sich ja immer in die Länge, weil der letzte kriegt immer schlechtere Winde ab. Und ja, ist dadurch dann auch wieder immer noch ein Tick langsamer und kann nicht alle Entscheidungen so machen, wie er es möchte. Wir befinden uns auf der zweiten Kreuz in dieser zweiten Wettfahrt internationale deutsche Jugendmeisterschaft in der Piratenklasse. Es gibt einen Zweikampf um die Spitze zwischen Tobias Kall und Nick Huben. Das sehen wir hier auch in der 3D-Animation. Da müssen wir uns aber noch Tom Lewis Schönfeld und Kaspar Miebach dazu denken, die leider, weil sie wie auch immer entweder den Tracker vergessen haben oder der defekt ist, keine Daten an uns übermitteln. Wir sehen sie hier aber mit der 4440 rechts im Bild. Also das ist ein richtig packender Zweikampf hier, Tobi. Ja, ich habe mir gerade die Situation nochmal aufs Replay gelegt hier, da wo sie sich miteinander passiert haben. Da können wir schön sehen, dass sie das Prinzip der offenen Deckung fahren. Also sie fahren vorne lang und jetzt gleich, dann leiten sie die Wände ein. Hier schön mit Lage, da kann man es nochmal richtig gut sehen. Da. Und jetzt richten sie das Boot wieder auf. Wunderbare Wände in Luft mit einer offenen Deckung.
Das war sauber, klasse gelöst. Das also die Wiederholung. Das hier wieder das Live-Bild links. Das sind Tobias und Nick, rechts Tom Lewis und Kasper auf dem Weg zur zweiten Luftonnenrundung. Also das verspricht jetzt richtig spannend zu werden. Man sieht auch, dass ein bisschen mehr Wind geworden ist. Ab und zu bewegen sie schon den Traveler, um das Große ein bisschen Druck aus dem Großsegel zu nehmen, und müssen beide auch schon gestreckt hängen. Tobi, was können die Verfolger jetzt machen, Tom Lewis und Kasper? Ja, also jetzt müssen sie erstmal auf der Anlegelinie hinterherfahren, aber das ist auch nicht ganz so einfach, weil hier schnell mal Abwinde entstehen können, die aus dem Boot, von der Deflektorwirkung entstehen. Sie können aber erstmal hinterherfahren, denke ich, und dann auf dem Vorwind attackieren. Das ist ihre beste Chance. Ja, also jetzt kommt auch die Tonne. Genau. Das ist jetzt die Chance. Ne? Mit dem Spinnaker hat man. Passierte bei denen jetzt aber gerade nicht. Also denke ich, wenn sie direkt halsen, eingepackt, und dann kann man den Baum noch nicht anbauen. Also Tobias, Karl und Nick Huben, würde ich mal sagen, 3 Bootslängen vielleicht vor Tom Lewis Schönfeld und Kasper Miebach. Da ist jetzt auch gerade ein Fehler beim Spielsetzen. Ja. Der ist im Wasser, der ist nicht ganz hochgegangen, der hat wohl gehakt. Das ist natürlich ärgerlich für die Das ist ärgerlich, da hätten sie Boden gut machen können. 41,92, Melina Schul und Karin Jansen auf Rang 3. Gucken wir mal, wie hier das Spinnaker setzen. Ja, ich finde jetzt auch spannend, da sieht man mal, wie viel Bewegung da an Bord ist, wie das alles wackelt, so viele Leinen. Da muss man sich echt erstmal zurechtfinden, ne? Ja, es ist ja das Grundprinzip, aber am Anfang wirkt es ein bisschen viel und viel bunt, aber man braucht es ja alles. Irgendwie braucht man es. Ja. Irgendwie braucht man alle Leinen, irgendwie braucht man alle, ja. Eike Laustus und Matthias Lukosch. Da erinnern wir uns an den Frühstart. Ich weiß gar nicht, ist in der SAP Selling Analytic zu sehen, auf welchem Platz die beiden gerade liegen, Tobi? Ja, das kann ich dir sagen. Ich gucke einmal ganz kurz nach. Ich glaube, sie haben sich wieder vorgeschoben auf Rang 7, waren noch 11. an der ersten Tonne und jetzt kontinuierlich einen Platz umeinander kämpfen sie sich nach vorne. Genau, genauer gesagt ist das dann Platz 8, weil wir noch Tom Lewis und Kasper da vorne mit dabei haben, die keinen Tracker dabei haben. Aber gut für die beiden, die wir hier im Bild haben, nach vorne gekämpft. So, und jetzt haben wir schon einen Sprung nach vorne gemacht und das... Ja, das sind auf jeden Fall Tom Lewis und Kasper mit der 4440. Da weiß ich jetzt allerdings nicht aus dieser Perspektive, ob sie... Das ist jetzt Melina Schul. Ja, dann Sinsen, Tom Lewis, dieses Rennen offenbar als Sieger beendet. Das haben wir aber gerade... Das ist jetzt Josh Koster, der ins Ziel kommt. Genau. Mit Josh Jesse. 4, das hatten wir gerade bei der Lufttonnenrundung. Jetzt nochmal ein bisschen enger, so wie es aussieht. Aber vor Tobi, der gerade... Nichts Bild da vorne zu sehen. Von daher hat er sich dann am entschieden. Beiden, Tobias Gilliard, ihnen zugeordnet hast, quasi gerecht geworden sind. Jetzt sind wir hier nochmal am, sie jetzt gerade durchs Ziel, 7. Platz. Sie waren auch in einer unnötigen Situation eigentlich. Sie hatten ja alle Zeit der Welt. Haben sie noch das Beste gesagt, weil wir für Eike Laustus und Matthias fällt der Piraten sicher Arbeit. Die anderen, das nutzen, die Analytics mit an Bord ist. Was ich mir nochmal aufs Replay gelegt habe, das ist stark zusammen, ne? Ohne Spinnaker, das... Wie geht denn das? Auch ein Problem gewesen. Das ist weit durch 12. und dann auf 21 verloren. Das muss richtig wehgetan haben. Ida, Welter, kaputt gegangen oder so? Ja, was? Rennen mehr denn? Also Jugendklassen hier ihre Meisterrennen absolviert werden. Die Klasse hat aber noch sozusagen einen Reservetag, ne? Weil an diesem Zeitpunkt um da dann noch... benutzt werden. Ich glaube aber, dass Samstag ist. Das war die zweite Wettfahrt in dieser Piratenklasse. Pro Tag absolviert, die machen sich jetzt also auch. Was wäre eigentlich, Lukas, wenn der Wellengang die Piraten das oder anpassen wir an jede Bedingung und lassen sich dabei dann auch noch gut fahren. Natürlich in der die Erfahrung mit Nell. Tobias, kurzen Schluck aus der Pulle und erste Rennen in den Hafen. Tobi, du hast aber noch einen entscheidenden Moment rausgesucht, die weiter weg liegt. Nehmen die Tonne, die näher dran liegt, packen den Genak fort, wieder freien Wind und müssen nicht unter den ganzen Abwinden durchfahren von den anderen Booten. Und das ist der Moment, wo sie die Führung übernommen haben und danach dann auch nicht mehr abgegeben. Okay. Und ich finde auch, man sieht nochmal echt spannend, wie die ganzen Boote aufs Gate zukommen. Das ist insgesamt in so einem Rennverlauf das erste Mal, wo man auf dem Vorwind runterfährt. Das ist ganz häufig der Punkt, wo man nochmal richtig Plätze aufholen kann oder nicht. Also es lohnt sich, da genau in die Analytics reinzuschauen, da genau zu gucken, wer hat Boote aufgeholt oder nicht. Weil das, finde ich, kann man in den SAP Sailing Analytics immer sehr schön im Nachhinein nochmal analysieren.
Lukas, inwiefern beobachtest du das, dass die Daten, die die SAP Sailing Analytics liefern, auch von den jungen Seglern genutzt werden, um sich zu verbessern? Hast du das schon beobachtet? Das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber ich weise die darauf hin, dass die Daten da sind und einige wissen das auch und dann gucken die da rein und analysieren sich denn da vielleicht selber oder gucken nur, wo sie denn einen Fehler gemacht haben und guten auf jeden Fall die größte Geschwindigkeit hatten. Ja, genau. Also du bist ja auch, das ist aus meiner Sicht der Punkt. Und das spricht auch dafür, wenn sie das erste Rennen schon gewonnen haben und auch sonst die Favoriten sind, dann sagt man ja häufig, Speed is King. Das heißt, wenn jemand in Serie gewinnt, dann ist das meistens nur dadurch zu erklären, dass das Team auch schneller ist. Und so zeigt es sich auch hier, dass sie da einen Vorteil haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch in den nächsten Tagen bei ähnlichen Bedingungen sehr dominant sind. Das glaube ich auch. Da sind natürlich noch ein paar andere zwischen, die dann auch schnell sind, aber die sind auf alle Fälle, können sie sich auf ihre Bootsgeschwindigkeit verlassen in allen Bedingungen. Ja, ja. Ja gut, und ich glaube, die Frühstarter, die hier noch auf Rang 7 gekommen sind, schon stark. Ich meine, sie haben knapp 200 Meter mehr als die anderen. Das ist eine Menge, die vor allen Dingen wahrscheinlich durch den Start passiert sind und durch das Durchfräsen durch das Feld danach, ja. Da haben sie sich noch gut nach vorne gekämpft. Ganz genau, die haben wir gerade gesehen, wie sie sich auf den Weg in den Hafen begeben haben. Zwei Wettfahrten sind gelaufen. Wir können mal einen Blick werfen auf den Zwischenstand nach zwei absolvierten Wettfahrten. Und da muss man kein Prophet sein, wenn Tobias Kall und Nick Huben zweimal gewinnen, dann sind sie natürlich auch in Führung. Auch Low-Point-Scoring-System, also 2x1 ergibt 2 Punkte gesamt. Josh Köster und Jesse Heini werden hier auf dem zweiten Platz geführt vor Melina Schul und Karin Janssen. Wobei, ich habe gerade gesagt, wir haben ein letztes Mal erwähnt, dass Tom Louis Schönfeld und Kasper Miebach keinen Tracker dabei hatten. Die können wir jetzt nicht sagen, wo die am Ende gelandet sind. Das schauen wir dann nochmal, wenn die Ergebnisse richtig eingearbeitet sind. Ja, was ich spannend finde, ist Lausus Lukas, die wir ja dieses Mal mit Onboard verfolgen konnten und sich das Feld gepflügt haben. Das scheint so ein bisschen System zu sein. Wenn man in die SAP Sailing Analytics online reingeht, kann man sich nochmal die Plätze an den einzelnen Tonnen anschauen. Im ersten Rennen sind sie Sechste geworden und Siebte. Das sieht erstmal, sage ich, unspektakulär aus. War es aber nicht, denn da sind sie im ersten Rennen auch nur 13. gewesen an der ersten Tonne und mussten auch da aufholen. Also das ist aus meiner Sicht das Team, was heute den härtesten Job hatte, um sich nach vorne zu kämpfen. Unter sapsailing.com können Sie auch genau diese Daten sich aus dem Netz holen, die Tobi hier zur Verfügung hat während des Rennens. Also Live-Tracking, Live-Daten, sehr interessante Einblicke, die man dort bekommen kann. Das also die Piraten an diesem heutigen Tag. Es sind ja noch einige Klassen unterwegs auf der Lübecker Bucht. Wir haben ja heute Morgen schon die Optis dabei beobachtet, wie sie zu Wasser gewassen worden sind. Und Tim Kruse hat mal die Zeit gerade der Piratenwettfahrt genutzt und ist mal rübergefahren zu den Optis. Wir sind ganz kurz vor einem der vielen Starts der Optis. Es sind unglaublich viele Boote am Start. Wir haben natürlich viele Deutsche da, aber auch Franzosen und Brasilianer. Wir fragen gleich, das war der Start jetzt. Und jetzt hört auch der große Stress für den Wettfahrtleiter auf. Philipp, erklär uns doch, was gerade passiert. Ja, das waren jetzt einfach gerade zu viele drüber, die wir nicht erkannt haben. Deswegen mussten wir jetzt leider allgemeine Gruft ziehen und nochmal alle zurückholen, entsprechend den Start wiederholen. Man hat das schon ein bisschen gesehen, dass sie so bei 2,30 waren einfach noch zu viele Boote, weil über die Hälfte der Boote noch auf der Kursseite und die kamen einfach dann nicht weit genug runter. Die brennen, ne? Ja, ist denke ich auch so ein bisschen dadurch zu erklären, dass die ersten 5 Starts gingen sauber durch eigentlich. Wir hatten nur einen einzigen, der mal drüber war. Und, die lachen auch, man sieht das, die haben alle gezockt. Ja, deswegen sind die natürlich alle so ein bisschen, nähern sich langsam an in die Linie. Die ersten Starts waren noch sehr verhalten, da ging das noch und jetzt ist natürlich letztes Rennen auch am Tag. Und dann haben sie nochmal alle Bock. Ja. Klar, sag mal, die Frage ist, wir haben Brasilianer und Franzosen gesehen, wie geht das denn? Das ist wirklich weiter, ne? Und schwarz. Entschuldigung, was war die Frage? Brasilianer und Franzosen haben wir gesehen, wie geht das denn? Ja, ich meine, Franzosen ist ja gleich um die Ecke, ne? Ist ja kein Problem. Ist ja eine internationale deutsche Meisterschaft, insofern sind Ausländer natürlich auch eingeladen, gibt es ein extra Kontingent für die. Wir haben ja auch Teilnehmer, einen aus Mexiko, einen aus Costa Rica oder zwei gab es sogar aus Costa Rica. Und erstaunlich, international vertreten. Es zeigt einfach, was für einen Stellenwert auch diese Meisterschaft hat.
Ja, überhaupt Opti ist natürlich weltweit wirklich weit verbreitet. Also gerade wenn man jetzt an die Events am Gardasee und so denkt, da sind ja dann teilweise über 1000 Optis am Start. Auch in Kroatien sehr, sehr große Felder dann teilweise. Da ist das ja fast ein kleines Feld hier mit über 200 Booten. Du warst vermutlich auch Opti-Segler, ne? Richtig. Ich habe auch, ich glaube, 7, 8 Jahre Opti gesegelt, so halt angefangen mit Segeln. Und zitterst du mit? So, also fieberst du mit und weißt, wie es denen geht? Ja, es sind auch mal 2, 3 Boote, die ich selber mal trainiert habe, noch dabei sogar in dem Feld. Insofern ist natürlich schon mal interessiert. Aber als Wettfahrtleiter bleibst du neutral? Ja, natürlich. Also, ich habe dir auch durch Zufall gesehen, die Nummern wüsste ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Okay, insofern, okay. Da kann ich nichts machen. Okay. Vielen, vielen Dank. Okay, jetzt wird's wieder ernst. Vielen, vielen Dank. Weiter geht's hier. Danke. Ja, ich bin die ersten 25 Jahre meiner Seglerkarriere auch im Opti gesegelt. Wie war das bei dir? Ich habe auch im Opti angefangen, bin da aber noch keine Regatten gesegelt und bin danach in die Europ umgestiegen und dann schnell den Piraten. Ich bin halt recht groß und das war eine enge Zeit, muss ich sagen. In doppelter Sicht, der Baum ist ja so tief in der Europ. Ich meine, es ist ein total schönes, also elegantes Schiff, aber für uns nicht so einfach zu segeln. Für uns nicht so einfach. Aber dafür gibt es ja den Piraten, der hat mich ganz gut aufgenommen. Schön, ja. Super. Wir haben noch einige Angebote für Sie, wie Sie Ihre Zeit vertreiben können, wie Sie sich Ihre Zeit vertreiben können, nämlich indem Sie unter sapsailing.com die gerade schon angesprochenen Live-Tracking-Daten und Analyse-Möglichkeiten sich rausziehen oder unter travemünder-woche.com ebenfalls den Livestream und alle Informationen rund um die Travemünder Woche bekommen. Und unter Hashtag SailTV können Sie uns Ihre eigene Meinung schreiben über... Und stellen Sie auch Fragen. Über was eigentlich? Also letztlich, wir haben ja gestern die Rennen analysiert, heute die Rennen analysiert. Ich finde, da sind immer wieder spannende Sachen dabei, seien es Überholmanöver, kritische Situationen, was auch immer. Schreiben Sie uns Ihre Frage und dann gehen wir mit den Analytics da rein und werten das nochmal genau aus. Morgen um 12 Uhr melden wir uns wieder hier live aus dem SAP Sailcube mit zwei guten Nachrichten. Zum einen übertragen wir die Trias und die 20er, wie ich gerade aus der Regie erfahren habe, zum dritten Mal nacheinander. Und Tobi, du weißt, dass morgen richtig viel Wind wehen wird. Richtig viel Wind, jetzt kein Strandwetter in der Hinsicht, es könnte auch mal regnen, aber es könnte auch genauso gut andere Stellen im Boot nass werden, nämlich die Mastspitze. Weil bei so viel Wind mit fast 30 Knoten sehe ich auch einige Kenterungen im 420er als durchaus wahrscheinlich an. Also, wir melden uns auf jeden Fall um Punkt 12 dann mit ordentlich Wind und dann mit sicherlich spektakulären Bildern wieder. Ich sage danke an Lukas, dass du hier warst und die Piraten uns näher gebracht hast. Gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar im Laufe der Woche da nochmal drauf zurückkommen. Ansonsten danke. Danke, Tobi. Man muss sagen, wir müssen Abschied nehmen. Markus Koi wird morgen hier sein, deinen Platz einnehmen. Ja. Bleibst du trotzdem noch da? Oder? Nee, für mich war es das wieder. Ich gehe zurück nach Hause, ab ins Training, damit ich dann für den nächsten Einsatz in der Segel-Bundesliga gewappnet bin. Sehr gut. Danke, mein Lieber. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und der Einzige, der morgen wieder da ist, ist wer? Genau. Also, schönen Tag noch und ich freue mich auf morgen 12 Uhr live aus dem SAP Sailcube dann wieder. Travemünder Woche 2017. Tschüss und auf Wiedersehen.